Herzlich willkommen zum Hack the Planet Podcast mit Daniel Kirstenpfad vom Schrankmonster Blog. Und mit Andreas Heil vom Hack the Planet Blog. Ja, hallo Daniel, endlich mal wieder. Ne? Wir haben es gerade schon besprochen in der Pre-Show. Ja, heute ohne Stream, ohne irgendwas, weil das ist ja immer so ein bisschen unsicher. Wir haben es ein paar Mal versucht in der Zwischenzeit, uns in, zu einer Aufzeichnung zu treffen. Das ging immer irgendwie in die Hose. Aber genau. Jetzt haben wir es geschafft. Es ist wieder Sommer. Es ist über ein Jahr später. Genau. Und ich glaube, die Liste an Themen, die ganze Zeit irgendwie du und ich geschrieben haben, die ist lang und länger. Ja, natürlich. Ich glaube, wir mussten erstmal Themen sammeln, dass man da wieder drüber sprechen kann. Ja, das ist ja nichts passiert. Ne? Nee, überhaupt nicht. Ne? Technologisch gar nichts. Nee. Genau, deswegen ist das Hauptthema ist sozusagen Aufarbeitung und das wird wahrscheinlich mehr als diese Folge dauern, oder? Ja, ich denke, da werden wir ein paar Folgen damit beschäftigt sein, genau. Ja, aber vielleicht erstmal für dich auch und wahrscheinlich für alle, die ja ewig lang gewartet haben, warum das so lange gedauert hat. Ich glaube, wir hatten da am Anfang ja drüber gesprochen. Wir haben ja bei uns angebaut, ne, also so ein paar Zimmerchen angebaut, auch wegen den Kindern. Ja. Und da ist ja so alles dazwischen gekommen. Am Anfang kam diese ganze Corona-Geschichte, da hast du ja keine Abwasserrohre mehr bekommen und kein Stahl und kein Beton und kein Holz. Und das hat sich ja quasi jetzt gezogen bis letztes Jahr. Mhm. Und letztes Jahr kam ja dann auch nochmal so eine Situation dazwischen, wo es schon wieder diverse Dinge nicht gab, ja. Und wir sind ja quasi von der einen Krise in die nächste reingerutscht und sind aber jetzt endlich soweit, seit ein paar Wochen eigentlich, dass ich hier in dem neuen Homeoffice sitze. Und das ist jetzt quasi auch die erste Aufnahme aus dem neuen Homeoffice. Ah. Genau das. Also ist noch nicht sonderlich ausgestattet. Da steht momentan der Tisch drin, noch ein paar Kartons. Die ersten Schränke sind so da. Ich habe ja diesen Stehtisch mit den ganzen Monitoren, ja. Den ich da hatte, den haben wir einmal so rüber. Dir ist klar, dass jeder ein Foto sehen will. Ja, natürlich, aber das wird noch ein paar Tage dauern, ja. bis da aufgeräumt ist und vor allem die Verkabelung stimmt, weil meine Frau hat schon gesagt, ich habe komplett versagt im Kabelmanagement. es hängen momentan hinten, also VDE-technisch nicht wirklich zulässig, 3 oder 4 Netzteile einfach offen in der Luft, gehalten nur vom Kaltgerätestecker. Ich arbeite dran, aber das ist ja, das hatten wir ja auch so immer wieder, wenn wir versucht hatten, Termine rauszufinden oder auszumachen. Ich bin ja komplett fremdbestimmt, ne, durch die Kinder. Also ich hatte jetzt auch mit einer Bekannten von ein paar Tagen gesprochen, die hat gesagt, ich soll mal ein Buch schreiben, weil ich saß mit denen an einem Abend zusammen und habe das mal mit Kindern erklärt, wie das eigentlich ist. Weil im Prinzip, also nichts für ungut, liebe Menschen da draußen, aber die meisten lügen einfach, wenn es um Kinder geht. Kinder sind anstrengend, Kinder fressen die ganze Zeit auf und du bist einfach total fremdbestimmt. Und das mit dem Schlaf, also gerade wenn du wenig Schlaf brauchst oder auch wenig schläfst wie ich, und dann hast du noch Kinder, die dich quasi alle 2 Stunden wecken. Und die sprechen sich auch ab, ne? Das ist so, der eine sagt, ach, ich krieg heute Fieber, dann kriegst du morgen Durchfall. Ja, und dann sei alles klar, das machen wir so. Und den Tag drauf stürzt du dann die Treppe runter. Ne? Also so fühlt sich das eigentlich an. Und du bist eigentlich dann nur am Hinterherrennen. Und die sind ja, also bei uns zumindest noch in einem Alter, da kannst du die halt nur 15 Minuten alleine lassen. Und das war ja momentan oder bisher vor kurzem auch das Problem. Ich saß ja mit dem Rechner immer noch vor den Kinderzimmern und da waren halt abends auch Aufnahmen ziemlich problematisch. Ja. Aber jetzt haben wir es ja endlich mal gepackt. Also so viel zu meiner Lebenssituation. Ich ist an mir vorbeigegangen. Ich kann da nicht mitreden. Aber jetzt ja, erzähl nicht so viel über deine Kinder. Die denken dann nachher, wenn sie das mal hören, dann in 100 Jahren? Nee, die sind spitze. Ne? Die werden berühmt, weißt du, dann wird das dann, ja, wird, ja, das ist natürlich. Dein Sohn ein Politiker, deine Tochter eine Politikerin, ja, und dann graben die das aus, wenn es an die Bundeskanzlerschaft geht. Und dann wird dann in der Tagesschau, ja, da wird dann gespielt, hier Aufnahme gefunden, das sagte ihr Vater. Ihr Vater, genau, vor 30 Jahren, ach hey. Ja, stell dir vor. Gott, das müssen wir unbedingt rausschneiden, ja. Nee, die sind spitze, das ist, nee, wirklich, aber es ist anstrengend, ne? Ganz, ganz einfach. Ich glaube, alle, die Kids haben, die werden das nachempfinden. Von daher, also ich rechne dir hoch an, dass du das so ausgehalten hast, die paar Wochen,
wo wir uns ja immer wieder versucht haben zu verabreden. Aber wir hatten es ja gerade, ne? Die Freakshow, also für alle, die es nicht kennen, ist auch ein Podcast mit Tim Pritlove. Die haben auch mal so 50 Wochen Pause gemacht, ne? Genau, die hatten keinen Bock, hat er gesagt. Also keine Zeit und keinen Bock und kein Thema und nix und kreative Pause. Ja. Ich habe ja immer mit den Füßen gescharrt und nicht nur ich, sondern auch die Leser, Hörer, Leser im Discord und die Hörer im Podcast. Haben ein paar Leute geschrieben, wann nehmt ihr denn wieder auf? Und ja, heute. Heute, am 17. Juni. Genau, und das ist auch, glaube ich, das erste Mal, wo wir abends aufnehmen, ne? Seit wir angefangen haben. Kommt drauf an, als ich in Japan gesetzt war, war es auch abends. Das stimmt, ja. Genau. Ja. Aber ist fertig jetzt, das alles verkabelt? Was heißt denn überhaupt, drei Netzteile sind das USB? Also nicht alles mit USB-C mittlerweile, was du da betreibst. Ist doch mittlerweile so alles. USB-C-Zeug. Zwerg? Ach, da bist du wieder. Du warst mal kurz weg? Nö. Ich. Du nicht. Die Technik. Okay. Ja, das muss ich noch einrütteln, nachdem wir so lange. Ja, das. Nee, ich meinte wegen Netzwerk. Du hattest gesagt, dass du drei Netzteile da hinten an dem am Schreibtisch baumeln hast. Ja, das ist das Netzteil vom Laptop und von den Monitoren. Die hängen einfach, da ist ein Kabelkanal hinten, das ist noch nicht ordentlich eingerichtet. Das habe ich damit gemeint. Ja, aber ansonsten, ich muss ja hier auch tatsächlich das neue Büro verkabeln, also Ethernet-Kabel legen. Mhm. Und weil das WLAN reicht ja definitiv nicht in den Anbau rüber. Und dann muss man wirklich durch ein Erdkabel 10 Meter bis in die Garage und von der Garage dann in den Anbau, also alles durch Leerrohre und dann ein Stockwerk hoch. Die Kabel habe ich ganz schön das ist so eine Massivholzdecke, die wir da haben, wo dann im Endeffekt auch der Estrich drauf kam. Und in dieses Massivholz habe ich dann Reihen gefräst und habe da drin die Netzwerkkabel verlegt, dass man dann die Dämmung drauflegen konnte. Habe natürlich auch überdimensioniertes Netzwerkkabel genommen, ne? Also da hatte ich unheimlich viel Spaß beim Biegen. Ah, überdimensioniert im Sinne von extra toll geschirmt, Verlegekabel. Genau, das ist auch ganz wichtig. Das also, gute Verlegen ist das so Orangenes, ich habe so Orangenes, das, genau, da kannst du gar nicht biegen. Ja, Orangenes mit einem Biegeradius von gefühlt von einem Kilometer an der Stelle. Herrlich. Und ja, das hat richtig Spaß gemacht. Und was danach natürlich passiert ist, ich muss die Dinger natürlich ans Patchpanel anschließen. Ja. Das heißt, ich habe, die hatten mir damals auch gesagt, also vielleicht fangen wir so an, dass die von dem eigentlichen Technikraum, wo auch aktuell der Kabelanschluss ist, gerade überlegt, was wir noch haben, aber wir haben aktuell ja noch Kabel, also Koax. Und von da musste das dann rübergelegt werden. Dann haben die gesagt, für die Erdkabel, die da verlegt wurden, das ist ja noch ein bisschen unbiegsamer. Mhm. Nagerschutz gibt's kein Vollduplex, also nur Halbduplex, also werden zwei verlegt und das bedeutet im Endeffekt, du musst an beiden Enden etwas machen, das nennt sich Port Trunking, habe ich bis dahin nie gekannt, nicht gewusst, ne? Das heißt, du brauchst auch Router oder Switches im Prinzip, die auf beiden Seiten diese beiden Kabel oder die beiden Ports parallel schalten. Das hatte ich natürlich nicht dran gedacht. Habe natürlich Switches gekauft, die dafür ungeeignet waren. Okay. Ne? Aber die liefern trotzdem fast 700 Mbit habe ich da momentan durch, obwohl ich keine Port Trunking habe. Aktuell nur durch Eigenkabel, also das reicht. Also ich weiß nicht, wo ich da datenratentechnisch hin möchte. Ist das jetzt das Kabel von deinem Telekom-Unternehmen, von dem Internet-Uplink, oder ist das? Genau, also vom Internet-Router geht ein Kabel an ein Patchpanel und das Patchpanel geht dann ja an die Wand. Das musste ich dann anschließen. Das geht dann in die Garage. Da ist im Endeffekt das Kabel nochmal gepatcht, weil sie mir das durchgeschnitten haben, die Elektriker. Aber da gibt es Anschlüsse, wo man die dann quasi zusammenpatchen kann. Und dann läuft das eben in den Anbau rüber. Also insgesamt sind das 20 Meter, die da überbrückt werden. Okay. Und im Anbau ist das dann wieder in dem Patchpanel. Und das Patchpanel ist dann mit einem normalen, kurzen, so ein 15 Zentimeter Patchkabel dann in einen ganz normalen Switch verbunden. Und da kriege ich richtig Angst bei der Verkabelung. Hast du da mal Potenziale gemessen? Hast du mal geguckt, ob das am richtigen. Also nicht, dass du da irgendwie
Erzähl mal weiter. Tut alles, bis auf die Kleinigkeit, dass ich am Anfang durch dieses Kabel nur 50 Mbit durchbekommen habe. Und ich bin wirklich Tage, wochenlang verzweifelt an den 50. Ich habe ja alles probiert, ne? Ich habe Geräte rumprobiert. Du hast ein Kabel gekrimmt, das 50 Megabit throttelt. Ich habe ein teures 15 Zentimeter Patchkabel gekauft. Ja. Ich habe echt das teuerste gekauft und auch qualitativ angeblich das Beste natürlich. Ja, ja. Und alles eingegossen und das auch überhaupt kein Fehl. Ne? Und das ist alles dann in dem Anbau zwischen Switch und Patch-Panel dann angeschlossen. Und an dem kann es ja nicht liegen. Und irgendwann dachte ich so, nee, also jetzt habe ich alles durchprobiert. Ich habe die Kabel gewechselt, ich habe die Ports gewechselt, ich habe die Switches gewechselt in sämtlichen Permutationen. Und irgendwann dachte ich, das Einzige, was du noch nicht gewechselt hast, war das dieses kleine Patchkabel für 7,95 oder so. Mhm. Oder ich einfach mal diese Kabel durchgetauscht und siehe da, von 50 Mbit hochgeschnallt auf 700. Tagelange Arbeit, ne, für umsonst. Oh Mann. Das ist aber Ethernet, oder? Das ist ein ganz normaler RJ45. Das ist Ethernet, ganz normales RJ45. Und das kaputte Kabel ist halt Wie kriegst du denn da 700 Megabit hin? Also, ist das ein Gigabit-Link und der kann nicht mehr? Ja, das ist Gigabit, was ich verlegt habe, ja. Und die Switches sind auch Gigabit, ja. Und der Link ist auch ein Gigabit. Du meinst den Internet-Link, den ich habe? Nicht der Internet-Link, sondern der Link, weil du sagst ja, da kommt 700 Megabit an. Die 700 Megabit ist das, was von deinem Internet-Provider gekommen, ja? Genau, das ist die 700 Mbit, das ist das, was ich durch meinen 400 Mbit-Anschluss momentan bekomme. Okay. Kann aber, wenn du an beide Enden zwei Computer ransteckst, das kann Gigabit. Ja, das kann Gigabit, okay. Genau. Okay. Und auch dieses 15-Zentimeter-Kabel, das kann auch Gigabit, ja. Ja, manchmal. Aber, genau, manchmal. Oder manche von den Kabeln. Das eine wurde dann entsorgt. Ich habe übrigens die Kabel tatsächlich, ich habe hier noch unendlich viel Kabel und auch Stecker rumliegen. Und ich habe dann an einem Abend auch mal versucht, die Kabel mit meiner Frau mit zu krimpen. Ne? Und wir haben es aufgegeben. Wir haben ich weiß nicht, wer da draußen. Ich kann krimpen. Ich habe die hier im Haus alle gekrimpt. Ich kann das ja auch, aber ich hatte irgendwann keinen Bock mehr, weil dann hat da wieder was nicht gestimmt und dann hast du das falsch eingefädelt. Gutes Metzger, du brauchst tatsächlich bei sowas, da ist manchmal, also kommt darauf an, welche Stecker du nimmst, welche Stecker du gekauft hast. Da gibt es welche, die sind wirklich, wirklich einfach. Ich habe da noch welche im Keller, muss ich mal raussuchen, wie die heißen, ich habe es vergessen. Aber da gibt es welche, da ist das mit diesen Verlegekabeln, also normalerweise sind die Verlegekabel ja dafür da, dass man sie auf dem Patchpanel auflegt. Genau, und die Verlegekabel sind bei mir auch alle auf Patchpanels oder in Dosen. Genau, und ich irre, habe da auf die Verlegekabel habe ich hinten Stecker drauf. Normale Stecker gekrimmt, genau. RJ45, okay. Weil da gibt es welche, die kann man dann da drauf krimpen. Das war ein irrsinniger Akt, aber da hat jeder, den ich gemacht habe, hat funktioniert. Ordentliches Messgerät, damit misst du die Kabel durch, geht wunderbar. Jetzt aber meine Frage, die mir die ganze Zeit schon auf den Nägeln brennt. Ja. Warum legst du Kupfer? Warum denn nicht Glas? Das kostet doch nichts mehr. Ja, da als ich, stell dir mal vor, dein Internetprovider legt dir mal 10 Gigabit da unten in den Keller. Ja, das ist ja das Schlimme. Kurz nachdem ich das ja alles verlegt hatte, kam ja dann hier plötzlich so eine Firma an, die gemeint hat, wollen sie Glasfaser hier haben. Siehste, ich hab's doch geahnt. geahnt. Wir kriegen definitiv den Glasfaseranschluss irgendwann. Die Leerrohre liegen schon im Ort. Die wurden vor ein paar Wochen gelegt. Ja. Von denen. Aber es wird noch eine Weile dauern. Ich schätze mal, dass wir das erst in einem Jahr oder so haben. Ja, aber ich denke mal, ich werde vorerst mit dem Kupfer da noch zufrieden sein. Wir sprechen uns dann irgendwann wieder in dem Podcast und sprechen drüber, dass ich mit meinem Kupfer nicht mehr zufrieden bin. Ich ahne es schon, ne? Könnte sein. Na, ja. Ich kann dir, also ich habe hier so Mikrotik-Router und die haben auch einen JBIC drin. Also da kannst du so Glas-JBICs reinstecken. Und die kannst du dann upgraden und die kosten tatsächlich ein Appel und ein Ei. Also irgendwie so für einen 5-Port 10 Gigabit irgendwas und 2,5 Gigabit 40 Euro, 50 Euro. Okay, ja. Und die können auch Port-Trunking und so Späßchen. Die sind super. Ja, das war ja im Prinzip der Punkt, wo ich dann nach Switches gesucht habe, die Port-Trunking können.
habe ich ja im Prinzip nur noch dann Router und Switches gefunden, die Glas können, ne? Also optisch. Na gut. Das Kabel liegt, wie gesagt, das ist schön eingefräst, das kriegst du nie mehr raus. Was liegt, das liegt. Ja, wenn dann das Glas irgendwann nötig wird, dann, ich lasse mir was einfallen. Glas ist super. Vor allem, also deswegen habe ich ja vorhin gefragt, hast du schon mal hast du beim Auflegen mal eine gewischt gekriegt von dem Netzwerkkabel? Nee, gar nicht. Weil wenn du das so zwischen zwei Netz, also du hast ja bestimmt, wenn du ist der Anbau derselbe Stromverteiler wie? Ja, ist okay, alles dieselbe Erdung. Ja. Okay. Mhm. Ja, ja. Weil das ist dann wirklich spaßig, wenn du kein Glas benutzt. Da hast du dann, weiß ich nicht, viele Volt dazwischen. Ja, ja. Nee, das macht dann also, nee, Britzel. Da haben wir versucht, ein bisschen drauf zu achten. Ich muss noch ein so ein Montageblech, also ich habe alles dann quasi auf die Wand montiert, auf so Montagebleche. Das also A, gut gelüftet, man kommt einfach ran. Und da habe ich letztens gesehen, das muss ich mal noch erden, weil ich habe die ganzen Geräte angeschlossen und habe dann gemerkt, ach ja, ne, das Montageblech, also ich habe alles schön auf dem Montageblech geerdet und habe dann, ist mir irgendwie aufgefallen, na, jetzt müsste aber mal das Montageblech noch erden. Im Haupttechnikraum nenne ich das mal, da haben wir das so, aber bis dato noch nicht, ne, im Anbau. Aber das muss ja ein Elektriker machen, weil da musst du ja dann im Endeffekt an den Stromkasten ran und das darf man ja selbst nicht machen. Na, also ganz wichtig da draußen, solche Arbeiten dann bitte immer nur von der Fachkraft durchführen lassen. Ja, Strom ist nicht witzig, das will man nicht. Ja, aber das klappt soweit. Und also wenn die Bandbreite nicht reicht, dann gehe ich eben auf das Port Trunking. Dafür liegt ja noch ein Kabel. Das heißt, ein bisschen Bandbreite ist dann noch übrig. Und wenn es dann eng wird, dann ja, da muss ich mal gucken, wie ich hier hoch ins Büro komme mit Glas. Ist das dann? Das machen wir dann, wenn du das Trunking machst. Das reden wir dann, wenn du das Trunking machst. Aber 700 Megabit ist doch erstmal ganz anständig. Ja, natürlich. Vor allem für einen Uplink, der offiziell nur 400 liefert. Und du hast 700 down und wie viel up? Up, das müsste ich nochmal messen, was da kommt. Aber da hatte ich bisher auch nie Probleme. Das war auch ordentlich. Ja. Also im dreistelligen Bereich. Das dürfte nicht sein nach dem Vertrag, den ich habe. Deswegen nenne ich jetzt auch nicht den Provider. Naja, ist doch nett von denen. Das, ich vermute, dass die da oben bei uns irgendwas falsch konfiguriert haben. Ja, aber ja, vielleicht. Schwankt das irgendwie oder hast du da irgendwas festgestellt? Das schwankt wie Hulle. Ah, okay. Also das eine ist natürlich an der Ecke, wo wir sind, ich muss überlegen, wo der letzte Verteiler ist. Das sind halt nicht viele Haushalte angeschlossen. Also es ist einmal Kabel. Das ist halt von der Technologie nicht das, was wirklich entwickelt wurde für Internet. Tut aber. Und da sind nicht viele Haushalte angeschlossen. Das ist jetzt nicht wie in der Großstadt, wo du dann ein Gebäude mit 8, ne, oder 16 Wohnungen hast, wo dann alle eben auf einer Leitung sitzen, die sich die Bandbreite da teilen. Wenn ich hier im Homeoffice bin tagsüber, da benutzt das niemand. Ne? Also am Wochenende merkst du es, wenn dann alle plötzlich mal streamen. Okay. Aber selbst da geht das eigentlich selten unter 400 oder 300 Mbit runter, der Downstream. Oh, das ist okay, das klingt gut. Also von daher, das tut im Moment, aber wir wissen ja, eine Bandbreite neigt ja dazu, sich immer zu füllen. Ne? Genau wie Speicherplatz und das stimmt. Und RAM. Ach, Speicherplatz, da sagst du was. Ich habe auch schon wieder Platten nachgeschoben. Na. Und das ist jetzt wirklich, wirklich fertig oder hast du schon den nächsten Ausbau wieder vor Augen? Nee, also technisch sind wir da erstmal fertig. Glasfaser kommt noch, das wird ja irgendwann angeschlossen, aber da liegen schon Leerrohre. Und jetzt machen wir so Kleinigkeiten, so Restarbeiten. Also ja. Da wird gerade noch ein bisschen gefliest, ein bisschen tapeziert. Also das dauert noch ein paar Wochen, bis da alles dann komplett fertig ist. Aber die Kinder haben inzwischen eigene Zimmer. Und na, da hat Papa dann jetzt ein bisschen Ruhe zum Podcasten. Ne? Wunderbar, dann herzlichen Glückwunsch zum steuerlich anerkannten Heimarbeitszimmer. Dankeschön. Ja, also so viel zu der Baustelle erstmal, genau.
Ich hatte es ja mitbekommen, irgendwann, glaube ich, mal so über Instagram, wo ich wieder gesehen habe, dass deine Frau wieder Fotos aus Japan gepostet hatte. Und ich glaube, als wir uns das letzte Mal gesprochen hatten, hatte ich ja noch gefragt, ob du inzwischen schon wieder in Japan warst. Und da hast du noch gesagt, ja, nee, ist noch zu und so. Und es scheint aber so, als habt ihr mal wieder den Sprung darüber geschafft. Ja, genau. Also sogar schon zweimal, seitdem wieder offen ist. Es ist Oh, okay. im November letztes Jahr, hat Japan dann wieder geöffnet. Ja. Und sozusagen, als die das announced haben, als sie das bekannt gegeben haben, also da wurde erst der Plan bekannt gegeben, dass in 7 oder 10 Tagen das dann wieder aufgemacht wird. Und da haben wir dann direkt gebucht, und waren dann sozusagen in der ersten Woche, gleich wieder drüben. Das ist natürlich entsprechend gruselig, wo hier die Leute alle schon wieder ohne Maske und so weiter gelaufen sind, war da noch jeder Maske überall und so weiter. War aber trotzdem richtig toll, wieder da zu sein. Genau, und dann waren wir jetzt im April auch nochmal. Und im November sind wir wieder. Genau. Wissen Sie, April da auch Kirschblüte, da liest man und sieht doch so viel von Japan. Oder ist das da schon rum? Ja, dieses Jahr war es ziemlich früh. Also was heißt dieses Jahr? Ich glaube, das wird es jetzt immer früher werden. Die Mhm. hatten Ende April schon 30 Grad. Boah, irre, okay. Genau. Und das ist, Kirschblüte war super. Also wir haben die Reste haben wir mitgekriegt. Da waren noch ein paar Bäume waren noch da, aber es war so eine Woche, bevor wir angekommen sind, war da sozusagen die Hochzeit. Nee, ist aber wie immer wahnsinnig toll. Hat sich unglaublich viel verändert. Die waren ja wirklich, im Gegensatz zu anderen Ländern, 2 Jahre, mehr als 2 Jahre zu für jedwede ausländische Reisenden, die nicht einen wichtigen Geschäftstermin hatten und eine bessere Begründung. Also Touristen gab es nicht Okay. über 2 Jahre lang. Und das hat einige dahin gerafft, aber erstaunlich wenige. Ja, es war sehr ruhig immer noch und sehr, sehr schön. Wie ist es inzwischen, aber auch wieder Masken weg und ganz normal, oder haben sie immer noch Einschränkungen? Nee, es gab ja nie Einschränkungen. Da wurde ja nie also das Einzige, was sie gemacht haben, ist, sie haben ja die Touristen Ja. zugemacht, so, Ja. dass du nicht rein kannst ins Land. Aber es gab im Land selber nie Einschränkungen. Also es Okay. gab nie Lockdown, es gab nie Pflicht, eine Maske zu tragen. Die tragen trotzdem normal Maske. Und Ja, das kennt man ja. ja, das machen sie immer noch. Es gibt jetzt also ein paar Regeln haben sie jetzt einfach fallen lassen, beziehungsweise haben sie beendet, weil es runtergestuft wurde auf eine normale Grippe-Level so, als Krankheit. Und jetzt ist eigentlich, ich würde sagen, es ist trotzdem noch viele Leute mit einer Maske unterwegs, weil sie es einfach praktisch finden. Wenn du, hast du Heuschnupfen? Nee, Heuschnupfen nicht, aber ich fahre öffentlich Verkehrsmittel und würde da auch manchmal gern wieder Maske anziehen. Ja, mach doch. Also, ist ja Ja. keiner auf. Also bei Heuschnupfen haben die ja auch im Frühjahr immer schon Maske auch getragen, zusätzlich. Okay. Und das ist ja auch in Deutschland irgendwie ziemlich gut. Wir sind jetzt hier auch auf relativ ländlicher Gegend, wo wir wohnen. Und da ist so eine Maske tatsächlich echt Heuschnupfenhilfe. Und das ist dort in dem Land auch so. Und es gibt natürlich dann dieses soziale Phänomen, dass man sich da ja wunderbar dahinter verstecken kann. Okay. Das nutzen da einige einfach, weil sie es praktisch finden. Ich glaube, viele haben sich auch in einer Art und Weise daran gewöhnt, dass sie das vielleicht auch gar nicht mehr merken, dass sie so ein Ding aufhaben. Genau. Aber das ist dann nicht so, dass da jetzt, ich könnte nicht sagen, dass das irgendwie aufgefallen wäre oder so. Nö. Aber das, ja, ist ohnehin einfach kein Thema jetzt. Hast du denn Technologie eingekauft dort? Ich erinnere mich, wo du das vorletzte Mal dann quasi dort warst, hattest du doch diesen phänomenalen USB-Stecker, glaube ich, mitgebracht. Ich hab Fotos gemacht und hab die immer gepostet, was es da für komisches Zeug gab. Ja. Und es gibt natürlich die ganze Zeit komische Zeug, was die da immer haben. Also dieser Stecker, du meinst diesen Mikro-USB, den man in beide Richtungen reinstecken kann. Und Mikro-USB war das, genau, Genau, ja. das war der Mikro-USB-Stecker. Ja, es gab jetzt natürlich nach dieser ganzen Pandemiesituation gab es dann so Quatschzeug. Was habe ich fotografiert? Einen Ventilator, den du dir in die Maske stecken kannst. Oh, wie praktisch. Der zieht,
der, I kid you not, der zieht frische Luft rein, damit es da nicht so stickig drunter ist. Ah, wunderbar. Aber hat von der Seite. Da müssen wir nicht drüber sprechen. Ne? Das. Ich habe sehr gelacht, als ich das gesehen habe. Und ich habe mir Technik angeguckt diesmal eigentlich hauptsächlich. Wir sind da mal so ein bisschen weiter rausgefahren aus der Stadt und haben so eine, kennst du solche Überlaufbecken? So wenn da, wenn da Tsunami oder Hochwasser, große Regenmengen und sowas oder auch einfach den ganz normalen Taifun hast. Dann hast du ja relativ viel Wasser, was da weg muss. Und dann gibt es überall so Kanäle und Flüsse, die sie dann so ausgearbeitet haben, dass die dann ein bisschen mehr Wasser vertragen. Und da gibt es so Pufferbecken, Pufferhallen unter der Erde. Die haben da einfach irgendwelche riesige Tunnel gegraben. Riesig, damit meine ich, wir standen in einer Halle, die war, ich glaube, mehrere Fußballfelder lang, 18 Meter hoch. Also dann unterirdisch? Unterirdisch, ja, unter der Erde. Perfektes 5G. Natürlich. Natürlich. Und einfach wirklich, wirklich, wirklich groß. Das war schon beeindruckend. Ne, da könnte man neidisch werden. Ne? Also wenn ich bei mir aus dem Haus rausgehe, habe ich einen Meter vor der Haustüre noch nicht mal mehr Edge. Und das ist oberirdisch. Ja? Und die haben das da unten eben im Wassertank. Nee, das sind wahrscheinlich so Dinger wie aus dem Film Dune, ne? Also in den Sieges, da haben die doch so riesen Hallen, wo Wasser drin genau ist. So. Also in den Büchern ist das ja auch so beschrieben. Genau, und du siehst dann, so Bilder, so ist dann drumherum wie so ein Erklärbereich und dann erklären sie dir, hier, das ist das Bild irgendwie 5 Jahre, bevor wir diese Pufferbecken da gebaut haben, diese Puffersilos. Voll für das Wasser, da hier siehst du überall jedes Jahr Überschwemmung in den Straßen und dann hier ein Jahr nach Eröffnung alles trocken, toll. Okay. Und dann haben sie dann das Ding von innen gezeigt, wo du da gerade drin stehst, ja. Ja, ja. Und dann siehst du dann da irgendwie 10 Meter Wasser in der Halle, wo du da gestanden bist, wo du wirklich bis ans Ende eine ganze Weile läufst. Und dann denkst du dir so, das ist schon echt viel Wasser, ne? Und dann erklären sie dir dann auch noch, da sind so Säulen, so, ich weiß nicht, 50 Säulen oder so, so riesig große, ich würde sagen, die sind irgendwie 3 Meter auf 2 Meter, so riesen Säulen-Dinger. Und dann meinen die so, ja, die brauchen wir eigentlich nicht, aber die brauchen wir nur eigentlich deswegen, weil wenn das Wasser dann kommt, dann schwimmt diese ganze Halle, in der wir uns gerade befinden, einfach weg. Die ist, die sind nur Ballast für den Auftrieb, den diese ganze Halle hat. Okay. Die würde sonst nämlich einfach nach oben wegschwimmen. Okay. Das hat jemand berechnet scheinbar. Ich kann ja mal den, ich kann ja mal den Link für dieses Ding, wo ich da war, kann ich ja mal in die Shownotes packen. Oh ja, das packen wir mal rein. Genau. Ich weiß gerade gar nicht, wie es heißt. Meine Frau wüsste es jetzt wahrscheinlich aus dem Stand. Aber ja, genau. Ja, ansonsten, das ist halt unglaublich entspannt. Also, wenn ihr müsst da mal auch rüber. Also, ihr müsst da natürlich nicht, aber ich kann es nur jedem empfehlen. Nee, das steht definitiv noch auf meiner Liste. Und wenn die Kinder mal alt genug sind, dann gucken wir uns das auf jeden Fall an. Also, in der Jugendkultur ist Japan ja jetzt aktuell nicht unbedingt die letzte Adresse. So. Das ist ja, glaube ich, da habe ich ja gleich noch ein Thema. Aber genau, wechseln wir mal erstmal zum nächsten von dir, oder? Ja, was ist denn bei mir noch passiert? Das war ja noch genau ein Punkt, den hatte ich ganz so vor einem Jahr mal aufgeschrieben, wo ich zufällig drüber gestolpert bin. Es gibt ja inzwischen von Star Trek Picard die dritte Staffel. Und als die zweite Staffel kam, habe ich irgendwo gelesen, Chateau Picard, und so heißt ja das Weingut, was auch in der Serie dann also in TNG und in der Serie Picard dann vorkommt, also ne, wo das Familienanwesen von der Familie Picard, das wird ja in TNG von seinem, glaube ich, Bruder damals noch bewirtschaftet und er übernimmt das dann ja. Und dann lese ich da irgendwas über ein Chateau Picard und denkst, kommt ja aber auch irgendwie bekannt vor, der Name, und lese dann ein bisschen weiter. Und jetzt, kein Witz, es gibt tatsächlich ein Weingut in Frankreich, das nennt sich Chateau Picard. Und jetzt kommt der Clou, die haben eine Webseite, Star Trek Wines, und da kannst du Weine von diesem Chateau Picard kaufen.
Und dann haben die das wohl auch lizenziert, auch noch. Was ist das, Paramount oder so? Und die verkaufen da jetzt offiziell so Star Trek-Getränke. Ja? Da kannst du dir für teuer Geld so Getränke kaufen und dir ins Regal reinstellen. Ich habe mir das mal angeguckt. Fühlt sich ein bisschen zu teuer an zum Trinken. Aber jetzt will ich natürlich auch hören. Was heißt das denn? Was ist denn zu teuer zu trinken? Also das Giftpack, also das Geschenkpaket, Star Trek Picard The Final Season, das besteht aus drei Flaschen, der Chateau Picard 2386 Original, der Chateau Picard 2221, die Strange New Worlds Edition und der Chateau Picard 2401, die Silver Edition, die kostet dann nur schlappe $225. Aha. Einschließlich Ach, Shipping. Sechs Bottle Pack, immerhin. Das, Eieiei. Ja. Nee, das ist ein guter Preis. Wie gibt es denn da Bewertungen? Schmeckt das Zeug? Da habe ich mich dann bei den Preisen gar nicht mehr weiter drum gekümmert. Ich meine, was tatsächlich, wo ich dann so drauf geguckt habe, irgendwann mal war dieses The Collective, das 10er-Pack. Da ist ja so alles dabei. Also, ich gucke mal, ob ich da die Namen lesen kann. Da ist, glaube ich, klingonischer Blutwein dabei und natürlich die Chateau Picard-Dinger. Da ist was so romulanisches Ale, glaube ich, ist dabei und dann das grüne Zeug. Ne? So also, da ist dann schon einiges dabei, aber trotzdem, ne? Also 50, 60 Dollar pro Flasche ist ein Wort, aber fürs Regal schon ein Ding. Und wenn ich mal wirklich irgendwann Geld übrig habe, dann stelle ich mir vielleicht sowas einfach ins Regal, um es anzugucken. Die Flaschen sind schick. Also ich glaube, rein die Flaschen sind, selber ja, sind schick. Ja, natürlich. Kaufen, also, saufen und die Flaschen verkaufen. Du sagst was, man müsste mal bei eBay gucken, ob es die Flaschen gibt. Garantiert. Das, aber garantiert gibt es die Flaschen leer, weil das ist ja völlig egal. Wenn du dir die bloß ins also der Wein wird, weiß ich nicht, ob der Wein der Rede wert sein wird, aber da geht es ja wirklich um die Flasche und das, was draufsteht. Wahrscheinlich kriegst du die leeren Flaschen. Ja. Das gibt es bei Whisky oft, dass du die leeren Flaschen dass man kaufen die Flaschen kannst, kaufen kann, ne? Das sollte man als Whisky-Sammler manchmal vielleicht auch oder als Whisky-Trinker widerstehen, die Flaschen dann weiter zu verkaufen, weil kannst du dir ja vorstellen, was damit passiert. Da füllt dann jemand einfach braun gefärbtes Wasser rein und verkauft es für denselben Preis. Und, also das passiert sogar sehr oft, glaube ich. Echt? Okay. Der Preis, den du jetzt, also ich sehe auch hier für 225, 550, das sind schon ordentliche Preise. Ja, ja. Das bist du bei Whisky durchaus auch ganz schnell. Bei japanischen Whiskys bist du sehr schnell bei den Preisen. Aber man muss sagen, es hat ja auch 5-Sterne-Bewertungen, ne? Was auch immer das bedeutet jetzt. Aber wir geben den 5 Sterne, heißt das. Ja, nee, man muss sagen, The Collective 10-Pack, das hat eine 5-Sterne-Bewertung und das In-Universe 6-Bottle-Pack, das hat jetzt nur 4 Sterne. Ne? Das ist, obwohl es die gleichen Flaschen sind, hat nur 4 weniger. Das scheint ja doch nicht so toll zu sein. Aber das muss es sein. Nee, aber ich finde das super und so als Fan. Ist das. Wie hat dir denn die Staffel überhaupt gefallen? Wie hat dir denn, also wie fandest du das denn? Oh, jetzt ganz wichtig, nicht spoilern. Ich bin mit der dritten Staffel noch nicht durch. Alles klar, dann sage ich gar nichts. Nee, ich habe mich. Sag mal Bescheid, wenn, dann müssen wir das hier mit reinnehmen. Ja. Ich werde das definitiv jetzt nochmal nachholen. Und ich habe es auch geschafft, über die ganze Zeit medial alles zu meiden. Und sofort auszublenden, wenn irgendwas drüber berichtet wurde, nicht drauf zu klicken. Und das ist schon das zweite Mal, wo ich das schaffe. Ich hatte das damals auch geschafft bei jetzt ist mir der Name entfallen hier, der Heisenberg. Breaking Bad, natürlich, genau. Mir hatte damals ein ehemaliger Kommilitone von der Uni erzählt, von der Staffel. Oh, ich habe gleich eine richtig gute Überleitung. Dass es das gibt. Und ich habe es geschafft, 5 Staffeln lang überhaupt nichts davon zu erfahren und habe dann wirklich die komplette Serie an einem Stück durchgeguckt. Das ist gut, weil das ist, glaube ich, bei Breaking Bad ein wirkliches Vergnügen. Ja, das hat auch Spaß gemacht. Oh ja, das kann ich mir super. Habe ich auch so gemacht. Ich habe nämlich auch nichts davon, also das hat in meiner Umgebung auch niemand geschaut. Insofern war die Gefahr recht klein.
Aber das kann ich sehr gut nachvollziehen, dass du das genossen hast. Weil Breaking Bad jetzt in dem Fall ist wirklich super. Bei Picard bin ich mir, du hast ja die erste und zweite dann schon gesehen, bin ich jetzt bei all den Staffeln genau. So in Gänze nicht so 100% sicher, ob ich das jetzt im Dröhnpack gebraucht hätte. Aber ja. Ach, und also, es geht ja auch gerade wieder eine neue Star Trek los, ne? Ja, das, was mich ein bisschen gestört hat, ist also, wo die Sachen, die es jetzt in Star Trek gibt, überall kommen. Ne? Das also, ja, es gab ja dann Strauß Quatsch, ja. Ja, also das, ja, also da sind jetzt ein paar Sachen auch wirklich an mir vorbeigezogen und das ist eigentlich schade. Aber man kann halt nicht alles gucken, ne? Das ist ja. Ja, kann man schon. Man wartet dann halt einfach, bis die Staffel fertig ist und dann macht man einen Monat da und dann hat man sich das auch so zusammen und muss nicht alle machen. Es ist halt wirklich scheiße, ne? Also wirklich anstrengend und nervig und du musst einen Streamingdienst nach dem anderen abschließen. Naja. Ja, das ist tatsächlich. Also ich habe inzwischen gar nicht mehr alle. Also jetzt so die Hauptsachen haben wir, ne? Also Netflix, Disney und Prime natürlich. Mhm. Das Netflix wirst du, wenn du Kinder hast, einfach nicht mehr los. Okay. Da kommen einfach Sachen, wo die Kids dann ja, wenn ich jetzt sage, brauchen oder so, dann gibt es gleich wieder böse Worte. Hey. Wieso? Die brauchen das unbedingt. Ne? Aber da gibt es einfach Serien, die gucken die da gerne an. Und von daher, naja. Ja. Ich glaube, da verdienen die auch das meiste Geld an Eltern, die Netflix einfach noch haben, weil sie es nicht kündigen können. weil sie Kinder haben. Nee, aber sonst, Apple, da gibt es wohl auch so die ein oder andere gute Serie, aber das tue ich mir da nicht an, noch einen Streamingdienst oder noch ein Abo. Und ich weiß gar nicht, wie das inzwischen ist mit HBO, hatten die dann nicht, oder Paramount war das? Irgendeine hatte doch auch noch was Paramount, in Deutschland an. Ja. Paramount war das, ne, die was angekündigt hatten. Aber das. Ich habe das massiv zurückgefahren. Ich habe Spotify, bin ich weg und Netflix habe ich nicht mehr. Ich habe eigentlich nur noch Amazon, YouTube und Twitch. Das sind die einzigen, die ich mache. Okay, ja. Ja. Na, das, ja, Amazon haben wir mal durchgerechnet, ob sich das auch nach der Preiserhöhung noch lohnt. Und im Endeffekt ja, wegen dem Versand. Dann nehmen sie die Videos halt mit. Und ja, Disney habe ich halt wegen Star Wars. Ne? Da geht halt bei mir dann kein Weg dran vorbei. Ja, das ist immer Monat. Ich find, da kommt jetzt so nix. Und das kann ich dann immer, wenn die Staffel fertig ist, dann einmal im Monat, puff, fertig. Mhm. Du willst das ja dann auch am Stück irgendwie durchgucken. Ja. Aber auch da, Disney hat halt noch ein paar Sachen für die Kinder, ne? Und von daher. Und ich muss gestehen, ich gucke die Sachen ja immer wieder an, ne? Und das, von daher passt das schon. DVDs, Blu-rays. Ja, ich bin von Medien weg, ne? Also ich hatte ja früher richtig viele DVDs und Blu-rays. Und ich bin da eigentlich komplett weg. Ich glaube, die einzige, die ich momentan, was ich wirklich auf Blu-ray noch habe, das ist Game of Thrones. Die steht bei mir noch im Schrank. Das habe ich gar nicht. Da gibt es ja gar kein Angebot, dass man das kauft und dann runterlädt und dann hat. Also dieser dauerhaft Kauf von irgendwelchen digitalen Medien, das ist ja überhaupt nicht, da gibt es ja kein Angebot. Nee. Das stimmt nicht ganz. Für so Indie-Sachen gibt es sowas. Also ich habe die Mondverschwörung und so ein paar andere Filme, die habe ich bei den Herstellern, bei den Machern der Filme sozusagen direkt gekauft und die haben mir das dann als Download einfach zur Verfügung gestellt. Ja. Aber generell so für größere Produktionen ist das ja, gibt's ja gar nichts. Wenn du die Blu-ray nicht kaufst, dann hast du keine Möglichkeit. Genau. Ich habe gar keine Laufwerke mehr dafür, muss ich sagen. Ich habe, glaube ich, noch eine PlayStation 4. Die kann, glaube ich, Blu-rays abspielen. Glaube ich. Bin mir gar nicht sicher. Bestimmt. Die 4er kann das, ja. Die kann das. Ich habe noch ein HD-DVD-Laufwerk hier, falls das hilft. Das habe ich, hab ich irgendwann mal abgestoßen. Das habe ich noch verkauft bekommen von Paul. Das ist das einzige externe DVD-Laufwerk, was ich immer noch nutzen kann. Weil ich oft mir das schon den Hals gerettet habe, weil ich es an irgendeinem Computer zum Installieren noch angedengelt habe. Da hatte ich mir mal irgendwann noch so ein 39-Euro-Laufwerk gekauft, weil. Ja, nee. Siehst du, da habe ich doch dieses wunderbare HD-DVD-Laufwerk. Aber hatte das nicht ein extra Netzteil auch noch? Doch, oder? Das hat doch ein eigenes Netzteil gehabt. Das hat ein eigenes Netzteil, jawohl. Ja, ne? Natürlich, genau, ja. Selbstverständlich. Naja. Also, es ist ein wahnsinniger Trümmer. Also, riesengroß. Aber das ist halt Technikgeschichte. HD, DVD. Ja. Aber, weißt du, ich hab ja gerade gesagt, ich habe eine super Überleitung zu meinem zweiten Thema. Weil du hast ja gerade von Heisenberg und Heisenberg gesprochen, von Breaking Bad. Ja.
Und der heißt ja Walter White, richtig? Richtig, ja. Genau. Und ja, also im Film, die Figur heißt Walter White. Ja, Walter White, ja. Und auf Lucky V, das habe ich ja in der Folge 27 habe ich ja erzählt, dass ich da Ja. angefangen habe mitzuprogrammieren. Da gibt es einen Charakter, der heißt auch Walter Weiß. Der ist da der ist sozusagen der Projektleiter, dem gehört der ganze Bums da. Und ich habe ja mittlerweile, März 2021 habe ich da angefangen mitzuentwickeln. Und jetzt mittlerweile bin ich auch wieder raus, weil keine Zeit mehr gehabt. Habe andere Sachen gemacht. Irgendwann ist alles durchgespielt. Aber falls das die Hörer interessiert, ich kann gerne auch ein bisschen mehr, was man da alles machen muss, weil die suchen auch immer Programmierer, wenn ich das richtig weiß. Und das ist, glaube ich, was, wenn man mal hochgradig parallele Software programmieren möchte, die wirklich in C-Sharp tolle Sachen macht, komplex, wahnsinnig komplex ist und eine echte Reflexion in der Realität hat, also weil du hast dann da einfach 600 Leute, die da deinen Code gerade beackern und kannst da echte Features beitragen, richtig Spieleprogrammierung machen. Da hatten wir schon mal drüber gesprochen, ne? Die Sachen, die du da rein programmiert hattest. Genau, und mittlerweile ist da ja viel mehr noch passiert und die updaten das auch auf die neuesten Techniken, die man da in C-Sharp aktuell benutzen kann. Echt klasse gemacht. Und da gibt es ja sozusagen so mehrere solche Charaktere, die da spielen, habe ich ja erzählt, dieses RP. Ich hatte ja damals in der 27 auch den Link auf den YouTube-Kanal gemacht. Und da war, nachdem wir das letzte Mal die letzte Aufzeichnung hatten, die Folge 32 aufgezeichnet hatten, hatte ich die Möglichkeit, bei der Release-Party von dem Manga, das ist ein echtes gedrucktes Buch, ein Comicbuch, ein japanisches Comic, im japanischen Comic-Stil, Manga-Stil, gezeichnet, mit Geschichten aus dieser RP, aus dieser Rollenspielwelt. Und da haben die, das war total krass für mich, weil April 2021, 2022, April 2022, diese Zeit, ne, die hat dieses Zeitgefühl komplett kaputt gemacht. Ja, total. Das war dann sozusagen das erste Mal seit 2 Jahren, dass ich so ernsthaft unter so vielen Menschen auf einer Party, ohne dass jemand eine Maske oder so hatte. Und das wurde auch live übertragen. Also da gibt es auch einen Link, den packe ich auch in die Shownotes. Da kann man, da, wenn man genau hinguckt, kann man mich sogar da erkennen, irgendwo sitzen. Und es war richtig krass. Mittlerweile gibt es, das war super erfolgreich letztes Jahr, dieses Manga. Also so erfolgreich, dass ich ein zweites Band davon gemacht habe und das sofort Ah, ausverkauft okay. war. Und da gibt es mittlerweile auch das zweite Band davon. Und das Manga selber kann ich ja auch mal verlinken. Ist natürlich, bedauerlicherweise gibt es das nicht digital, es gibt es nur gedruckt. Also nur Ja, aber gedruckt. das glaube ich, ist auch okay bei sowas. Das erste, als es rauskam, das hatte ich noch mitbekommen. Also da hatte ich das noch ein bisschen verfolgt und habe das mitbekommen. Und dass es inzwischen schon ein zweites gibt, gar nicht komplett an mir vorbeigezogen. Aber sehr schön, dass es so klappt. Aber weil du sagst, zu wenig Zeit, heißt es, du programmierst da nicht mehr oder spielst es auch nicht mehr? Ich habe ja einen Charakter erstellt. Ich habe ja erst das Ja. Programmieren angefangen und dann irgendwann dachte ich mir so, irgendwie musst du das jetzt auch mal mit einem Charakter ausprobieren. Ja. Das heißt, mein Charakter selber, den gibt es noch, der fährt aber nicht mehr Bus oder so. Ich Okay, komme ja. jetzt relativ wenig zum Streamen, aber ich habe noch andere Sachen, das ist dann mein drittes Thema, da kommen wir dann aber gleich zu, da würden wir erstmal bei Okay, dir nochmal reinhaken. ja. Genau, man braucht ja Abwechslung im Leben, deswegen habe ich da das Programmieren nur aufgehört, spielen und ich schaue da, bin auch noch sehr aktiver Zuschauer. Und schaue mir die Sachen auch immer noch an. Ich meine, meine Katzen heißen ja, wie gesagt, nicht umsonst so wie Figuren aus diesem RP da. Genau. Aber das Programmiertechnische, also für jeden, der da mal irgendwie wirklich so also rein vom Teamplay, das ist nicht wie in einem Unternehmen oder so, sondern das ist ein Team, das aus intrinsischem Interesse, also Eigenantrieb, sich in einer Art und Weise professionell organisiert, da kannst du wirklich was von lernen. Also wenn du wirklich in so einer Situation als auch vielleicht für deine Studenten, wenn man da wirklich sich ausprobieren will, was lernen will, von einer echten Produktivumgebung, also wo du wirklich, da hast du 600 Leute, die spielen da drauf und wenn deine Software versagt, dann hängen die alle in der Luft. Und dann musst du fixen, dann muss das funktionieren. Und das kannst du mit
mit Tests, das kannst du mit vorher ordentlicher Qualitätssicherung, du kannst das mit gegenseitigen Code-Reviews und so weiter, da kannst du ganz viel machen. Also die ganzen Mechaniken, die ganzen Methoden, die du ja auch in deinen Vorlesungen zeigst und eben auch die Hardcore-Softwareentwicklung. Also da ist halt wirklich, da geht es wirklich um, wie hat die Welt vor dir diesen Code hier hingeschrieben? Was macht der? Warum macht er das? Wie fügt sich das alles zusammen mit den ganzen Services, die im Hintergrund laufen? Mit den Daten, mit denen du umgehst? Wie kriegst du die Daten raus? An welcher Stelle? Mit welchen Objekten gehst du um? Volle Parallelisierung. Also das Ding lief jetzt, als ich aufgehört habe, lief das auf so einem AMD Threadripper. Und hatte einfach die, ich weiß nicht, wie viele Kerne hatte das Ding, 24 oder so? Oder 32, irgendwie so ganz viele Kerne. Und das Ding war einfach die ganze Zeit auf 90%. Die okay. ganze Zeit alles weggeballert. Weil da passiert sehr viel. Weißt du, ein Riesen, du hast diese 600 irgendwas, was ist, glaube ich, der Rekord, sind 660 Spieler oder so gleichzeitig. Und die können alle miteinander reden, die können alle sich antelefonieren, die sehen sich alle, wenn die können Sachen miteinander tauschen, Interaktionen gehen und so weiter. Das ist richtig krass. Also wer das vielleicht nur am Rand erwähnen, wer das nicht kennt, also so ein AMD Ryzen Threadripper, die sind, glaube ich, so von 1.500 bis 7.000, 8.000 Euro, ne? Die CPU. Ja, die, also, genau. Ne, muss man dazu sagen. Also nicht irgendwie der Rechner oder so, sondern die CPU. Also da kriegst du wirklich einen Kleinwagen dafür. Ja, die die Kleinwagen sind teurer geworden, glaube ich. Ja, jedenfalls die gebrauchten Kleinwagen. die Autos, ne? Ich habe ja gar keine Ahnung mehr von Autos. Ich habe... Egal, das ist ein Thema für eine andere Folge. Da sprechen wir auch mal drüber. Ja. Nee, also rein technisch ist das ist es erstaunlich, wofür man da C-Sharp in welchem Umfang verwenden kann, wie das alles ineinander greift, die verschiedenen Systeme, wie Frontend und Backend ein flüssiges Erleben produzieren. So flüssig, dass da Menschen halt wirklich Stunden, Tage, Interaktionsstränge miteinander haben. Und das ist jetzt, das hält sich tatsächlich. Der Server ist immer noch riesengroß, entwickelt sich ständig weiter. Das also wirklich, wenn man das mal anschauen will, das ist wirklich super. Sehr schön. Genau, und dann gibt es den Manga und genau. Also das ist übrigens eine super Idee. Also vorhin hast du auch gesagt, gerade mit den Studierenden, oder wie ich sagen, StudentInnen, ne? Also die. Da habe ich eine Diskussion sondern ein Gespräch mit meiner Frau gehabt dazu. Wir sind übereingekommen, dass die bessere Idee ist, Studierende zu sagen. Weil das unflüssig ist. Ja, das ist so, glaube ich, das Problem. Also wir sind ja dazu angehalten oder sollen das so sagen an der Hochschule. Aha. Da gibt es auch eine Vorgabe, auch von der Schreibweise her, dass das Gendern, darf jetzt jeder auch drüber denken, was er möchte. Diese Inklusion ist schon okay. Auf der anderen Seite gibt es die Diskussion nach der Exkursion. Jetzt haben wir, also ist jetzt gerade so ein kleiner Sidekick, ne? Aber wir haben zum Beispiel die Vorgabe, dass wir mit dem Asterix, also mit dem Sternchen, das machen oder schreiben sollen. Und da ergibt sich wieder das Problem draus, dass ja Screenreader das nicht lesen können. Screenreader können aber Stand heute tatsächlich diesen Doppelpunkt lesen, also anstelle von dem Asterix, weil die da eine Pause reinmachen. Das hat auch einen Namen, ne? Also wenn man sich da auskennt mit Sprachwissenschaften, diese kurze Pause, die hat einen bestimmten Namen. Wer das weiß, darf uns da gerne mal eine Nachricht schreiben. Und damit passiert ja Folgendes. In dem Moment, wenn ich jetzt einen Brief an Studierende schreibe mit dem Sternchen drin, und ich habe einen drin sitzen, der mit einem Braille-Lesegerät arbeitet, den wirft das komplett raus. Ne? Der kann ja die Texte dann nicht mehr ordentlich lesen. Das heißt, was ich eigentlich vorhabe an Inklusion, schafft ja dann wieder eine Exklusion. Das heißt, es wird noch eine ewig lange Diskussion. Muss man mal gucken, was da interessiert jetzt die Vorgabe, ne? Die ihr da habt. Also, ja. Ist die Vorgabe, diese Form immer so zu verwenden? Oder sollst du die nur verwenden, wenn du nicht anders formulieren kannst?
Nee, wir sollen das immer so verwenden und dann habe ich mich auch mal ein bisschen damit beschäftigt, von der Gra also wann, wie man das schreibt auch, ne? Und dann gibt es da ja auch, glaube ich, sogar im Duden. Also es gibt zumindest Rechtschreibregeln, an die man sich halten sollte. Und die heißen zum Beispiel auch, also StudentInnen, das ist okay, weil der Student und die Studentin, ne, da geht das. Aber das erste Wort muss wohl immer ein ganzes Wort sein, zum Beispiel KollegInnen. Das kann man eigentlich gar nicht so schreiben, Nein, ich weil meinte. das, ne, weil das erste Wort Kollege wäre, ne, und dann müsste das ja Kollege innen, also das ist gar nicht so einfach, macht auch manchmal so ein Knoteninschen und ja, nee, aber wir Aber sollen das immer verwenden. warum machst du dir diesen Knoten? Warum formulierst du es nicht einfach als Ja, ist jetzt einfach. Ich soll Kollegium? das. Du, ich bin an der Stelle bin ich Landesbeamter und ich kriege gesagt, ich soll das so machen. Aber du kannst doch Dann mache frei ich formulieren. dann Du kriegst ja nicht alle ja Sätze na vorgegeben. Du kannst ja auch nee einfach drum nee rumschiffen, indem du einfach die ganze Zeit das so formulierst, dass alle gemeint sind. natürlich und das schaffen wir auch Weil in der Regel. Also ich find ja jetzt die KollegInnen schließt ja nur die männlichen und die weiblichen ein. nee und alle anderen ja auch, dass du sagst, ne? Deswegen hast du ja Naja. doch diese Pause und Das diese Kollegium Sternchen. schließt alle ein. Da würde ich jetzt Da, rein das sprachlich alle sehen. Ich glaube, da können wir eine komplette Folge damit füllen. Ne? Nee, Ich also bin ja dafür, jetzt. dass wir das Chen immer benutzen. Aber da müsste das auch das Herrchen sein, Ja, ne? Und das Student, oder nein, das. wieso denn? Also, die Studentchen, die Kollegchen, ist perfekt. Ja, und das Männchen, Ja? liebes Herrchen so und so, ne? Aber dann wäre ich ja auch das Professorchen. Ja. Du, ich bin jetzt. Hast du da was dagegen? Ach, nee, damit kann ich. Da habe ich schon Schlimmeres gehört. Das klappt schon. Ach, das ist, glaube ich, nur Nee. Gewohnheit. Ja, denke ich auch. Du, im Endeffekt ist es so, ich versuche das immer ordentlich zu formulieren. Ich versuche alle zu erreichen. Das ist mir wichtig, dass sich da echt keiner ausgegrenzt fühlt. Und ja, bisher gab es da noch keine Beschwerden. Also ich habe da noch keinen irgendwie vergessen oder auf der Strecke zurückgelassen. Von daher würde ich mal behaupten, habe ich es bisher ordentlich gemacht. Und beschwert hat sich da noch niemand. Der Herr Ich Professor gebe mir, Heil bekommt ein ich stets geb mir bemüht von mir ein ins Ste bin, Hausaufgabenheft. genau, danke schön. Bin stets bemüht, alles korrekt zu machen. Ja, aber das als kleine Als kleiner Exkursion Exkurs, ja. in die linguistischen Abtiefen. Aber wir können mit dem Exkursieren ja gleich weitermachen. Eine Ja. Hommage an den Anfang des Podcasts lege ich da. Ja, kannst du dich noch erinnern? Wir hatten irgendwann am Anfang, es war nicht die erste Folge, aber ich glaube, das war die Folge, wo ich da in meiner Garage aufgenommen hatte. Da hatten wir mal über PV-Anlagen gesprochen. Da Ja. hat man auch ein bisschen Feedback bekommen. Und was macht Sinn und was macht keinen Sinn, etc. Und jetzt ist ja so seit ein paar, ja, Wochen, Monaten sind ja diese Mini-Balkonkraftwerke mit diesem Mini-Wechselrichter. Ja. So im Gespräch und ja, eher so Witz aus, ja, wir saßen abends zusammen und dann hat ein Bekannter gesagt, ach ja, bei uns die Stadt, die fördert Balkonkraftwerke gerade mit 200 Euro. Und ich dann so, ja, wie funktioniert denn so ein Ding? Keine Ahnung. Und dann Rabbit Hole, ne? Also ich nach Hause angefangen nachzulesen. Das hat dann auch 2 Wochen gedauert, bis ich alles verstanden hatte, wie das dann alles geht und kann sie das überhaupt anschließen und pipapo. Und im Endeffekt habe ich einen Antrag bei der Stadt gestellt und die haben da tatsächlich 200 Euro gesponsert. Und ich hätte das auch gar nicht gekauft, wäre da vor ein paar Wochen auf Golem nicht gestanden. Hier so ein deutscher Discounter, der nicht allzu weit weg ist, also die Zentrale von der Hochschule, also vom Hochschulstandort. Die bieten da gerade so ein Gerät an für 499 Euro. Also 2 Paneele, 800 Watt mit einem 600 Watt Wechselrichter. Mehr ist nicht zugelassen, ne? Da fängt schon an. Also kannst nicht die 800 Watt nutzen. Und ich habe da nochmal so geguckt, was ich als Grundlast im Haus habe und habe gedacht, okay, wenn wirklich Sonne scheint, die andere Anlage, ich habe ja die Batterie. Das heißt, wenn wirklich Sonne scheint, wird die Batterie geladen. Und Grundlast habe ich trotzdem noch im Haus. Also gerade die Server und Rechner und wenn du im Homeoffice bist. Und dann dachte ich, weißt du was, jetzt kaufst du das Ding. Also stellst einen Antrag. Die waren auch super schnell, weil du den Antrag per E-Mail schicken konntest. Das haben sie richtig gut gemacht. Dummerweise kriegst du den Bescheid dann von der Stadt bei uns per Brief.
Das heißt, der wurde mittwochs weggeschickt, war dann freitags da und freitags wurde der Preis von dem Gerät erhöht. Und du musstest halt auch diesen Angebotspreis mitschicken. Das waren jetzt nur 50 Euro. Ne, gesagt, getan, das Ding bestellt und dann wieder Lieferengpässe. Dann hat das 12 Wochen gedauert, bis es da war. Und vor 2 Wochen habe ich das Ding dann bei uns auf die Garage draufgesetzt. In einer Ost-West-Ausrichtung mit einem ganz niedrigen Einfallswinkel. Aber es geht ja nicht darum, dass ich da ein Megawatt produziere. Das sind 300-400 Watt, wenn ordentlich die Sonne scheint, oder halt 200 Watt für die Grundlast. Und das funktioniert richtig gut, so für 150 Euro ein Ständer. Die Förderung wurde dann instant ausbezahlt. Also da muss ich unsere Stadt wirklich loben. Das hat super geklappt. Schneller als die Lieferung auch, offenbar. Ja, ja, und die wollten auch den Nachweis, also alles digital per PDF. Und dann fängt es an. Da muss man wirklich mal drüber. Also das Gerät wurde verkauft mit einem Schuko-Stecker. Ja. Ne, und ein Schuko-Stecker ist dann nach VDE nicht wirklich zugelassen. Und dann habe ich halt mal nachgelesen, auch warum so. Ne? Und die Argumentation, die es so gibt, die man danach findet, ist man schon, naja, weil sich zwischen diesem Schuko-Stecker und dem Kontakt in der Steckdose ein Lichtbogen bilden kann. Mhm. Wenn jetzt das Ding unter Dauerlast ist, dann habe ich so gedacht, okay, das Ding ist unter Dauerlast so 3 Stunden mit 600 Watt. Mein Backofen ist mit Schuko-Stecker auch in der normalen Steckdose drin. Echt? Und der zieht 2 Kilowatt. Ne, das ist, also ich habe der Herd ist bei uns mit einer Herdanschlussdose angeschlossen. Ja. Aber der Backofen ist ein poplischer Schuko-Stecker, der mit 2 kW Boden 16 Ampere Sicherung hält. Ja. Und dann dachte ich, ja, okay, das verstehe ich, aber kann ich jetzt so nicht wirklich nachvollziehen. Dann der nächste Grund, dass ja dein Stromkreis überlastet wird. Habe ich auch mal versucht zu verstehen als Nicht-Elektriker, da darf mich auf jeder gerne da draußen korrigieren. Im Endeffekt ist es so, wenn du kannst theoretisch in dem Stromkreis, wo so ein Balkonkraftwerk angeschlossen ist, könntest du im Prinzip deine 16 Ampere ziehen und dann kannst du aber gleichzeitig noch einspeisen, diese 600 extra Watt. Und dadurch würde im Endeffekt deine Leitung ein bisschen überlastet werden. Und das könnte eine Brandgefahr geben. Und da gibt es wirklich eine Studie, da hat man das mal getestet, also unter Volllast. Und das Kabel wird da, glaube ich, 1 oder 2 Grad wärmer. Also jetzt nichts, wo es dann einen Kabelbrand gäbe. Wie gesagt, vielleicht gibt es auch andere Studien, das hatte ich jetzt gelesen. Und der Trick dabei ist ja dann wieder ganz einfach, also wenn man sich da wirklich nicht sicher ist und hat so einen Stromkreis, ne, zum Beispiel wenn jetzt da mein Backofen dran hinge und das Balkonkraftwerk, dann würde es mal locker über die 16 Ampere kommen unter Volllast. Und dann ist aber ganz einfach, dass du diesen Stromkreis nicht mit einer 16 Ampere Sicherung absicherst, sondern einfach mit einer 10 Ampere Sicherung. Weil dann kann die gar nicht so viel Strom von außen ziehen und die Sicherung würde vorher lösen, wenn das Balkonkraftwerk voll einspeist und du mehr Strom ziehen würdest. So funktioniert das. Dilettantisch erklärt, aber so funktioniert das wohl, das tut auch so. Und dann habe ich mal nachgeguckt, weil ich dachte, ne, das willst du schon VDE-konform machen, hol dir mal so einen WLAN-Stecker. So ein WLAN-Stecker ist im Prinzip ein dreipoliger Stecker, da ist Phase, dann der Nullleiter und die Erde. Also auch einfach 1,5 Quadrat, ganz normales Popelkabel. Und dann habe ich mal, und die Dinger kosten 50 Euro. Wenn du Glück hast, kriegst du einen zwischen 30, 40, aber so im Schnitt 40, 50 Euro. Ja. Also die Dose, um das reinzustecken. So. Die Dose ist in der Regel eine Plastikaufputzdose, also so ein 99-Cent-Artikel, wo dann eben so eine Dose drin ist, wo du diesen Stecker reinsteckst. Und dann habe ich mir die Dose mal innen drin angeguckt. Also von diesem Stecker oder von diesem Dosenstecker. Und da sind die Pins drin im Endeffekt in dem Stecker. Gehen 3 Kabel an eine Vakuumklemme, also an 3 Vakuumklemmen. Mhm. Also das einfach nur, also Centartikel im Endeffekt, ne, kostet 50 Euro. Und auf der anderen Seite wäre dann eben auch so ein WLAN-Stecker, der dann in diese Dose kommt. Und da ist einfach der Punkt, und das hatte ich dann auch noch nicht verstanden, dieser WLAN-Stecker ist, wenn das Solarkraftwerk oder Kraftwerk, ne, wenn die Solarpanels in der Wechselrichter angeschlossen ist und da ist Spannung drauf, kannst du in dem WLAN-Stecker ohne weiteres nicht die Kontakte berühren. In dem Schuko-Stecker könntest du deine beiden Kontakte anfassen und würdest 600 Watt abbekommen. Oder die entsprechenden Volt und bis hinten, ne? Und die Ampere etc. Wechselrichter, scheiße, ja. Genau. Und da kommt aber noch dazu, dass eigentlich die Wechselrichter. Ja, wenn die kein Netz sehen, dann nicht. Ja? Dann tun die gar nichts, ne? Dann sollten die eigentlich gar nicht einspeisen. Die, genau.
Ja, und das ist also der Punkt, warum das bei uns aktuell nicht normkonform ist. Und aber ich glaube, da ist unsere Regierung gerade dran. Die wollen das ja dann doch durchsetzen. Und so nebenbei habe ich dann gelernt, dass es wohl in der Schweiz sogar erforderlich ist. Also das ist gefährliches Halbwissen, aber in der Schweiz ist es wohl so, dass da Schuko-Stecker verwendet werden muss. Ne? Könnte jetzt auch falsch sein, aber so hatte ich das gelesen. Also ja, das ist so die Geschichte. Aber ich habe jetzt mal ein paar hundert Watt mehr. Wenn irgendjemand mal sieht, dass bei ihm da in der Staat oder Ortschaft, Gemeinde das gefördert wird und hat so Möglichkeit, das aufzuhängen, das tut nicht weh. Das sind zwei Solarpaneele. Und die werden da angeschlossen an den Wechselrichter, diesen IP65, also die werden da einfach unterm Solarpanel montiert. Wie gesagt, ich habe das jetzt auf der Garage stehen, man kann das auch irgendwo hinmontieren, fertig. Na, man muss ja gucken, dass das Zeug nicht wegfliegt. Und im Endeffekt wird dieser Wechselrichter dann einfach in die Dose reingesteckt. Und dann geht ein bisschen die Bürokratie los. Ne? Also das Erste ist, du musst das im Marktstammregister dich anmelden. Das heißt, du musst dich quasi jetzt als Provider für Solarkraft anmelden, wobei du eigentlich sagst, das, was du produzierst, ist nur für den Eigengebrauch. Ja, und wenn du das dann gemacht hast, musst du dich auch noch bei deinem Netzbetreiber anmelden. Und da hatte ich jetzt tatsächlich Glück, dass mein Netzbetreiber so ein PDF-Formular hat, das du ausdruckst, dann mit Kuli ausfüllen musst und dann per Post hinschickst. Nee, dann wieder scannst und per Mail hinschickst an eine kryptische E-Mail-Adresse. Also Digitalisierung par excellence, ja, mit PDFs. Und meldest es einfach an, im Prinzip, dass die halt wissen, da steht so ein Ding auf dem Dach. Wobei ich jetzt auch wieder gelernt habe, dass wohl die Hälfte dieser Kraftwerke in Anführungsstrichen, ne, gar nicht gemeldet sind, weil das den Leuten zu viel Act ist. Ne? Also bist du, also du brauchst auch, ne? Also ich habe für die, ich hatte ja schon einen Account wegen meiner eigentlichen Anlage bei der, Marktstammregister. Ich habe trotzdem eine halbe Stunde gebraucht, bis ich das alles dann ausgefüllt hatte. Nein. Beim Netzbetreiber habe ich eine Dreiviertelstunde gebraucht, bis ich den Link für die PDF gefunden hatte, weil ich hatte erstmal das Ding als neue Anlage angemeldet, hatte dann irgendwo gelesen, nee, du musst deine alte Anlage quasi um diese Leistung aufstocken, und dann wird ja wieder alles ganz kompliziert, weil ja den Strom, den du da jetzt theoretisch einspeisen würdest, jetzt keine EEG-Umlage, also anders vergütet wird. Ich kriege ja phänomenale 8 Cent für jede Kilowattstunde, die meine andere Anlage einspeist. Ne, und zahl dann für die Kilowattstunde, wenn ich die am nächsten Tag wieder beziehe, 40 Cent. Okay. Ja. So. Und ich darf, naja, aber ich darf jetzt ja die anderen von der anderen Anlage nicht einspeisen. Das heißt, eigentlich müsste da jetzt irgendwas montiert werden, dass da kein Strom ins Netz zurückfließt. Ja, ein eigener Stromzähler einfach. Ja, genau. Ich habe es einfach dadurch gelöst, dass ich in dem Stromkreis jetzt so viel Verbraucher am Laufen habe, dass die definitiv immer die Watt abgreifen. Okay, also Verbraucher habe ich jetzt auch kein Problem beizuschaffen. Ja. Hast du noch so einen Ferraris-Zähler oder schon so einen Smart? Es ist kein Smart-Zähler, oh, das ist ja die nächste Baustelle. Ne? Der Zähler wurde jetzt gerade ausgetauscht, das ist auch phänomenal. Die können im laufenden Betrieb, Stand heute, rausgezogen werden und neu reingesteckt werden. Und habe ich gefragt, so cool, ist das jetzt ein Smart-Zähler? Nee, den müssen sie beantragen. Ich denke mir so, warum? Ne? Also denk mir dann aber auch so, weißt du, das frage ich jetzt den Techniker. Die könnten ja durch den Smart-Zähler meine Einspeisung steuern. Ne? Ich denke mir, der arme Techniker, das ist auch nur ein Mensch und ich muss das jetzt nicht an dem auslassen. Ne? Sagst du, ach, das ist ja schade. Ne? Guck dann auch mal so auf der Website vom Betreiber nach und nee, es ist jetzt ohne Witz so. Ne? Wenn ich den möchte, also nicht, dass die Sinn machen würden, ja, die machen die total auch für den Netzbetreiber, weil sie dann halt, wie gesagt, die Einspeisung bei mir auch steuern könnten. Mhm. Nee, ich muss den beantragen und zahle dafür auch noch den Wechsel, okay? Mhm. Und zahle dann auch noch, Achtung, abhängig von den Kilowattstunden, die ich verbrauche, / einspeise, auch noch eine andere Gebühr. Und das sind dann mal schlappe 120 Euro für den Zähler im Jahr. Aha. Das hat halt der Netzbetreiber so sich ausgedacht. Ne, okay, bei uns. Das ist ja komisch bei euch. Ja, nee, das also macht auch keinen Sinn. Ich sitze das aus, irgendwann werden sie die Dinger hoffentlich installieren. Ich habe seit zwei Jahren so einen Smart-Zähler. Ich habe jetzt mittlerweile, ich habe einen Ferraris-Zähler noch im Keller und zwei Smart-Mieter.
So auch mit so einem, ich habe so einen Lesekopf da drauf gedengelt, der sich dann da über dieses, Infrarot, das optische LED, optische Interface, die Daten abzieht. So habe ich hier irgendwie untersekündliche Messstände aller Phasen. Mhm. Ja. Mhm. Aber das, also der macht das schon so mit vorwärts, rückwärts, also einspeisen, verbrauchen und so weiter, halt getrennt. Also zählen tut er schon, aber es ist halt kein Smart Meter, ne? Also ich kann die Smart Meter, die ich meine, die können ferngesteuert werden vom Betreiber. Und ich kann quasi auch direkt meinen Verbrauch einsehen. Ja, doch, so ein Ding. Also ein Ding habe ich auf einer auf der Solaranlage, damit die ein und aus, also das hat ja ewig gedauert, bis die den eingebauen konnten. Ja, also wie soll ich jetzt sagen, ne? Soweit ich verstehe, was die Dinger tun, haben die auch eine Kommunikationsschnittstelle nach draußen, die ist auch freigeschaltet. Der kann auch mit dem Netzbetreiber kommunizieren. Aber da ich meinen Strom nicht beim Netzbetreiber kaufe, muss ich selber ablesen. Man soll es nicht, also die haben ja auch jetzt so eine digitale, smarte Wasseruhr eingebaut. Oh, okay, ja, wunderbar. Ja, wunderbar, sagst du. ich ahne schon. Wir haben die eingebaut. Ja, alles super, das lief total toll. Ich habe dann, die hat da so ein Display, hat keinen Stromanschluss, sondern einfach nur ein Display. Hat eigentlich was zum Auslesen, kriegst aber vom Wassernetzbetreiber bei mir hier keinen Key, damit du das auslesen kannst. Mhm. Also der sagt so, wegen Datenschutz darf er mir den nicht geben. Ja. Das Ding ist in meinem Keller und funkt die ganze Zeit, kann ich aber nicht entschlüsseln, weil krieg ja den Key nicht. Mhm. Dann habe ich mir gedacht, bin ich ganz schlau, richte ich so eine Kamera drauf und die macht dann einfach Bilderkennung von dem Display. Mir doch egal, wenn das Ding leer wird. Mhm. Ja. Der die Batterie da drin leer wird. das ging gut, einen Monat lang, bis wir gemerkt haben, beim Einbau ist da irgendwie was kaputt gegangen an dem Rohr. Das Rohr muss getauscht werden, was davor ist. Also kam einer, hat das Rohr getauscht und dann kam da Luft in diese Wasseruhr, worauf die Wasseruhr seitdem anzeigt, dass mal Luft in sie gekommen ist. Okay. Und das ist es für meinen. Und das ist das Erste, was dann so quasi. Es kommt im Wechsel. Also, wenn du da Licht anmachst, drauf leuchtest, dann zeigt er mal einen Fehler an, mal zeigt er einen Zählerstand an, mal zeigt er einen Fehler an, mal zeigt er nur einen Fehler an und nicht den Zähler. Also, kannst dir vorstellen, ist natürlich ein bisschen viel verlangt für meine Bilderkennung. Natürlich. Ja, seitdem geht die Bilderkennung nicht mehr. Toll. Habe ich da angerufen und habe gesagt: So, sagen Sie mal hier, das zeigt die ganze Zeit Fehler an. Was muss das denn sein? Ja, das geht wieder weg. Das geht wieder weg. Habe ich gesagt, ja, das geht nicht weg. Mhm. Habe ich dann 3 Monate später wieder angerufen. Ist immer noch nicht weg. Ja, ist egal, zeig doch an den Wert, oder? Ich sagte, ja, aber im Handbuch steht, wenn das Fehler anzeigt, dann kaputt. Ist egal. Ja, und es kam, wie es kommen musste. Die haben mir diese digitale Wasseruhr, die funkt, für die ich den Schlüssel nicht kriegen kann, den man von außen auslesen kann, haben sie mir eingebaut. Mhm. Und dann schreiben sie mir am Ende des Jahres einen Brief. Ja, schicken Sie mal Ihren Zählerstand. Du kannst es dir nicht ausdenken. Doch, Digitalisierung par excellence. Ja, also dieser Wasserwachtmeister, wie heißt denn das? Wassermeister? Irgendwie so. Ja, den habe ich am Telefon gehabt und der meinte so, das ist jetzt so, fertig. Okay. Also furchtbar. Ja, Wassermeister, Stellenangebote als Wassermeister. Was macht ein Wassermeister? Der Wassermeister ist kein klassischer Meister des Handwerks oder der Industrie, aber ein anerkannter Fachmeister. Fachmeister. So sagt die Wikipedia. Ich bin auch ein anerkannter Fachmeister. Ja. Im Quatsch erzählen. Genau. Sie leiten die Wassergewinnung, Wasseraufbereitung und Wasserspeicherung. Okay. Ja, keine Ahnung, ich bin mir gar nicht sicher, ob dieser Mensch die Rollenbezeichnung Wassermeister, weil ich glaube. Ja. Und Wassermeister arbeiten in Wasserwerken oder bei Wasserversorgungsunternehmen. Das wird dann wohl richtig sein, dann habe ich mir das wohl korrekt gemerkt. Ja, das scheint die korrekte Berufsbezeichnung der Wassermeister zu sein. Aber ich schaue gerade mal nach, wie viel Ruhelast ich so habe. Also ich glaube mitten in der Nacht, wenn niemand was tut, 417 ist der niedrigste Wert. Okay. Tja, ist leider so. Das steht jetzt bei mir auf dem Programm, da hatten wir auch mal drüber gesprochen. Ich habe ja noch so einen Wechselrichter von einer Firma, die es ja inzwischen nicht mehr gibt, leider. Mhm. Und
da lief ja das Webportal, also die App und das Webportal, das lief ja noch bis kurz nachdem wir die letzte Aufnahme hatten. Und seit letztem Jahr läuft dieses Portal nicht mehr. Und jetzt durch Umbau, pipapo, bin ich noch nicht dazu gekommen, aber ich werde jetzt definitiv das Ding umstecken und werde das irgendwie über eine Raspberry Software laufen lassen müssen, die dann die Pakete abfängt und selber loggt und das dann halt in meinen Logging-Stack reinläuft, ne, dass ich das selber ablesen kann. Weil ich weiß, Stand heute nicht, was diese Anlage produziert, wie viel die einspeist und wie viel ich Eigenverbrauch habe. Und das ist halt super nervig, ne? Und jetzt kommt ja der Oberknaller. Die Firma, die das Ding bei mir eingerichtet hat, also es gibt ja so eine Einspeisungsobergrenze. Und Solaranlagen dürfen ja nur 70% einspeisen, damit das Netz nicht überlastet wird. Ne, also du verstehst, ich darf zwar 11 kW ziehen, um mein E-Auto zu laden, aber ich darf keine 3 kW einspeisen, sondern nur 2700, damit das Netz nicht explodiert. Ne, also Ja, ist das gleiche kann Kabel. ich verstehen. Aber Ne? ich könnte das jetzt mit meinem wenigen Verständnis ist mir halbwegs herleiten, warum das so ist. Weil das ginge wahrscheinlich mehr, wenn die das steuern könnten. Ja, genau. Aber das Gerät wollen sie ja nur einbauen, wenn ich es bezahle. Gut, aber das haben wir schon abgehakt, ne? Die Baustelle. Naja, wie auch immer. Ich kann dieses Gerät jetzt auch nicht mehr umprogrammieren, weil die Firma, die Firma das ist halt damals tot. installiert hat, also nicht nur der Hersteller, sondern die Elektrofirma, die das damals installiert hat, den gibt es halt auch nicht mehr, ne? Und der hatte halt Aber du dafür hast die schon irgendwie. bezahlt. Ja, aber den Ich gibt es bin auf halt nicht Suche, mehr, warum es ne? die nicht mehr geben könnte, deswegen. Ja, so, naja, wie auch immer, ne? Aber es gibt tatsächlich die Software, um das Ding zu programmieren, Ja. die gibt's, ja? Also man Das ist aber kann nett von da. denen. Nee, weil das ja nicht von denen kommt, ja, sondern, also ich bin momentan noch am Prüfen, ob ich habe nur gesehen, dass es die gibt und ich bin momentan am Prüfen, bevor ich die überhaupt anfasse, die Software, ob ich die Ja. runterladen darf, ne, also, ne, du Ja, aber denk verstehst. an deine Naja. BIOS-Erfahrung. Genau, das ist nicht der nächste. Denk an deine BIOS. Es sollte dir ein Ja, warnendes Mene-Tekel sollte dir da sein. Ich werde mein 3 kW Wechselrichter nicht selber flashen. Achso, doch, ich würde ihn ja flashen in dem. Nee, na gut. ja, wir sprechen darüber das nächste Mal, sobald ich das gemacht Genau, habe. ich mache Ja, mir aber auch einen. so viel. Ich mache den Haken auf meiner Bingo-Karte, hat Ja. Menetekel untergebracht als Wort. Aber hier, ja, aber so wenn du viel. den dann umprogrammierst mit einem Ja. Raspberry Pi abschnorchelst, Ja. das solltest du ja minimalinvasiv irgendwie hinkriegen. Ja, Wahrscheinlich, oder? genau. Es gibt auch ein Projekt, da wird das schon gemacht. Ja. Das werd ich mal angucken, weil im Endeffekt schließe das Gerät nicht mehr direkt ans Netz an, sondern wird an den Raspberry angeschlossen. Genau, und der tut dann so, hier ist Netz, red mit mir. Genau, und der greift halt dann die Pakete ab und kann die wohl, jetzt wird es ja spannend, da muss die ja anscheinend noch nicht mal entschlüsseln, so Ja, viel zu ich habe dem auch gerade Thema. überlegt, so. Ne? Wobei, das Genau. Ding wird wahrscheinlich denselben Key schon immer verwenden. Also die werden das Ding ja nicht ständig updaten können. Also das sind die Varianten. Also entweder hast du so einen Key, der überall gleich ist und du findest den Ja, irgendwo im genau. Netz oder er ist auf der Rückseite abgedruckt. Hatte ich auch letztens ein Gerät, wo der Private Key drauf geht. No shit, Sherlock, ne? Also weil du Das ist doch gesagt gut, hast, falls sie mal pleite gehen. Weißt du, wie es ist? bei den Stromzählern sind ja die Public Keys abgedruckt. Ich habe vor kurzem ein Gerät gesehen, also kein Stromzähler, war was anderes. Da ist ohne Witz der Key, also der Private Key drauf abgedruckt. Wo ich mir so denke, ja, da hat es wieder einer nicht verstanden, ne, an der Ecke. Ich muss Vielleicht mal haben sie gucken, ob ich sich das nur Ding noch mal verschrieben, finde. vielleicht haben sie sich nur verschrieben, private darauf geschrieben, weil das ist der Ja, private Schlüssel von dem Besitzer. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. vielleicht war es der private Public Key. Aber Naja. da fällt mir ein, wie das bei mir hier war. Da wurde ja die zweite Solaranlage irgendwie vor 2 Jahren aufgebaut und Ja. dann haben sie da quasi, dieses Grundstück hier, es wird durch eine Straße geteilt, durch eine kleine Straße, einspurige Straße. Und da geht also dann ein Kabel über diese Straße rüber auf das Dach von so einer Scheune, wo dann ganz viele Solarpanels drauf sind und dann ein Wechselrichter drunter steckt und so. Und dann ist da dieses Gerät zum in dieses Portal reporten, damit man sieht, wie viel das verbraucht ins Internet, ne? Und da braucht er halt dieses Ding da drüben Internet. Also haben die ein Netzwerkkabel darüber gelegt.
Und haben dann, standen dann bei mir und meinten so, jetzt geben Sie mal Internet, damit er hier Internet das Ding hat. Und habe ich gesagt, seid ihr wahnsinnig, ich stecke das doch hier nicht einfach in den Switch. Mhm. Schön das Hausnetz drüben in offen quasi über die Straße, das Hausnetz einfach offen rüberlegen. Also habe ich da erstmal noch einen Router geholt. So eine, kennst du GLI-Net, die, diese kleinen Router? GLI-Net. Ich glaube, es sagt mir was, der Name GLI-Net. So, ich hatte so einen kleinen Reiserouter, den habe ich immer für die Reisen benutzt. Das ist so eine kleine WLAN-Hotspot, den kannst du entweder ins WLAN hängen als Repeater benutzen oder du kannst ihn an Netzwerk ranstecken. Und der da gibt es einen, den hatte ich immer, der hieß Mango. Also die haben tolle Namen, die Dinger. Und der GLI-Net Mango, den habe ich noch gehabt. Und den habe ich dann einfach umkonfiguriert und habe den als Firewall, kann man sagen, ins Gastnetz gehängt bei mir hier im Haus. So ist das quasi doppelt getrennt. Und dann hatte das Ding da drüben Internet. Aber das ist natürlich, dann vor so einer Aufgabe stehst du dann so aus dem Nichts. Ja, steht einer vor dir und sagt so, ich brauche jetzt Internet. Und dann stehst du da mit deinem geplanten, tollen Netzwerk und wie kriegst du das hin? Aber diese Router mittlerweile, gibt es da auch neue? Ich habe auch einen neuen GLI-Net-Router, den habe ich gleich zweimal gekauft. Für mein zweites Thema sozusagen. Weiß ich nicht, ob man das noch schaffen. Hast du noch Zeit heute? Ich habe noch ein bisschen Zeit, ne? In der Hoffnung, dass die zuhören, auch noch ein bisschen aushalten. Ja, dann mache ich es schnell. Das kann ich ja nur anteasern vielleicht. Also, ich habe ja den GLI-Net-Router, welchen das ist, packe ich auch mal in die Shownotes. Das ist vielleicht, also den Mango ist der, das ist ein alter, der ist ziemlich langsam. Da gibt es aber neue GLI-Net-Router, die können Wi-Fi 6 und Gigabit und schnell und richtig, richtig schnell. Sind ein bisschen kleiner, haben einen USB-C für Strom nur, ne? Mehr brauchst du da nicht reinstecken, kannst also auf Reise wunderbar mitnehmen. Und den benutze ich tatsächlich immer, wenn ich auf Reisen bin und auch wieder in Japan. Da hast du in jedem Hotel eigentlich irgendwie so einen Netzwerkstecker. Steckst das Ding einfach in die Wand, hast Netz. Ist dann gleich OpenVPN bzw. WireGuard kann das Ding gleich out of the box. Und kann noch mal ein paar andere Spezialitäten, die auch was mit dem nächsten Thema zu tun haben. Und das nächste Thema wäre ja jetzt, ich hatte ja diese Lucky V-Programmier-Sache, ne? Und das ist ja eigentlich das Spiel GTA, GTA 5. Und ich habe ja erzählt damals in der Folge 27 auch, dass ich gar keinen richtigen Rechner habe, um Computerspiele ablaufen zu lassen. Dass ich das alles mit meinem ollen iMac mache. Ja. Und irgendwann 2022, gegen Mitte, Ende 2022, bin ich auf die Idee gekommen oder habe ich ein bisschen VR-Luft geschnuppert. Virtual Reality, so Headsets. Da hat so ein chinesisches, also die machen eigentlich TikTok. Also weil ich habe nicht die Facebook-Brille gesehen, sondern da gab es diese Pico 4 heißt das Ding, so eine VR-Brille. Und die sind unfassbar preiswert. Und von der technischen Spezifikation ziemlich, ziemlich krass unterwegs. Also richtig verhältnismäßig hoch aufgelöst, alles in dieser Brille, komplett kabellos, du musst da nicht irgendein Kabel anstecken. Alles super. Und von der Qualität her, auch das, was das Ding kann, schon sehr, sehr beeindruckend. Also irgendwie so 2160 Pixel pro Auge, 90 Hertz, 72 Hertz, so richtig schick technisch. Und ich habe so ein Ding noch nie gehabt, noch nie besessen. Und da habe ich gesagt, oh Gott, hier, komm. So viel kosten die nicht, zu Weihnachten, das probieren wir. Oder vor Weihnachten war das. Das Ding gekauft und dann einfach nur ausprobiert zu Hause, einfach so. Und dann nur die Sachen, die auf dem Ding laufen. Also mit dem Chip, der da drin ist in dieser Brille. Und das war schon sehr beeindruckend. Sehr, sehr beeindruckend. Und dann habe ich gedacht, was gibt's denn da noch? Und dann habe ich gesehen, du kannst dieses VR-Zeug, da gibt's ganz viel, die meisten interessanten Inhalte, die sieht man da so auf dem PC. Und ja, da habe ich dann sozusagen den Anlass gefunden, nachdem das so beeindruckend war, das mit der Brille so zu machen, mit dem, was auf dieser Brille selber läuft, dass ich dann einfach gesagt habe, so, jetzt wird ein PC geholt. Hab mein GeForce Now-Abo dann gekündigt und hab dann vor Weihnachten so einen PC bestellt, weil dann auch die ganzen Grafikkarten wieder bezahlbar geworden sind. Genau, dann habe ich einen PC bestellt, bauen lassen.
Weil ich bin, also ich habe festgestellt, ich habe geguckt, was muss ich alles konfigurieren, was muss ich alles machen. Und dann habe ich festgestellt, ich habe nicht die Zeit. Und es wird alles teurer, wenn ich selber mache. Mhm. Also habe ich mir eine Konfiguration rausgesucht und habe in der Verwandtschaft gefragt, ey, könnt ihr mir empfehlen, habt ihr eure Computer her, wie ist denn das? Und dann haben die mir da so einen Bauer, so einen Laden empfohlen, der die Dinger baut. Mhm. Ehrlich gesagt, habe ich vergessen, wie der heißt. Das ist, tut auch eigentlich überhaupt nichts zur Sache. Auf jeden Fall habe ich denen da so die Konfiguration geschickt, dann haben die mir zurückgeschickt, ja klar, geht klar, ist eine super Idee, das so zu machen. Dann haben die mir das Ding gebaut und nach 2 Wochen stand der Computer hier. Einfach so, okay, der hässlichste. Cool, ja. Das war aufwendig, einen Rechner zu finden, der kein Glas oder sowas drumherum hat, weil es braucht ja kein Mensch. Einfach nur ein schwarzer Rechner mit allem schwarz. Mhm. Bei manchen Einbauten, also der Grafikkarte, konnte ich nicht verhindern, dass da auch LED-RGB-Zeug dran ist. Du findest das, oh, ja, toll. Super, ja, herrlich. Ja. Keine Ahnung. Das Ding leuchtet im Christbaum, wenn du die Seiten abnimmst. Ja. Der war genau ein einziges Mal, der ist angekommen, habe ich ihn ausgepackt, habe ihn hier unter meinen Schreibtisch gestellt, an den Monitor angeschlossen, habe ihn gestartet, habe das Windows eingerichtet und dann habe ich eine Software installiert, die habe ich vorher schon ausprobiert, die heißt Sunshine. Weißt du, was Sunshine ist? Nein. Du kennst Sunshine nicht? Dann lass mich dir von Sunshine erzählen. Ja, erzähl mal. Das ist eine Software, die, oder anders, kennst du die GeForce Experience, die Nvidia in seine Grafiktreiber da so eingebaut hat? Ja, das kenne ich. Das ist so für Desktop, Video, Builds, Spiele-Streaming. Und Nvidia hat die irgendwann Ende letztes Jahres abgekündigt, hat gesagt, so machen wir nicht mehr, so ab April, Mai, da ist das aus, da bauen wir das aus, wollen wir nicht mehr unterstützen, weil wir haben ja jetzt hier diese ganzen Streaming-Dienste im Internet, da kannst du GeForce Now kaufen, brauchst du nicht mehr selber zu Hause machen. Moment, ich hab's. Sunshine ist a self-hosted game stream host for Moonlight. Also die erklären, ja, Sunshine. Ja, die erklären das mit weiteren. Lass es mich der Hörerschaft erklären. Mhm. Das ist eine Software, die installierst du dir auf deinem Windows- oder Linux-Rechner oder Mac. Ja. Dann krallt die sich die Grafikkarte und speziell die Funktion des Echtzeit-Video-Encodings deiner Grafikkarte und nimmt einfach das Bild, also tut so, Also nimm das Bild von den Monitoren, die du da hast, mehrere, kannst du umschalten, encode das und zwar einfach mal mit 60 Bildern oder 120 Bildern in der Sekunde bis 4K flüssig. Das macht das einfach mit der Hardware von der Grafikkarte. Während die Grafikkarte also gerade ihr Cyberpunk-Bild berechnet, encodiert die gleichzeitig auch noch ein 4K 60 Bilder, 120 Bilder Videostream. Und dieses Sunshine schiebt diesen Videostream einfach rüber an eine Software, die heißt Moonlight, so heißt die Client-Software. Mhm. Okay. Moonlight, die Client-Software, die gibt's für wirklich alles. Die gibt's für den Raspberry Pi, die gibt's für Windows, für Mac, für Android, für iPad, für iPhone, für Fire TV, hier Android TV. Ich hab an jedem Fernseher bei mir im Haus habe ich so einen Amazon Fire TV-Stick, so einen 4K Fire TV-Stick. Da läuft die Software drauf, die kannst du da einfach kostenlos installieren. Und die verbindet sich dann mit diesem Sunshine, mit dem Rechner im Keller. Genau, jetzt habe ich schon gesagt, dass ich den Keller gestellt habe. Kommt gleich. Und da hast du dann, das ist wie, als wenn du vor dem Rechner sitzt. Das ist also irgendwie 10, 16 Millisekunden irgendwie Latenz. Das merkst du nicht. Also ich merke das nicht. Also den Stream dann einfach angucken, ne? Ja, und steuern. Die Moonlight-Software und der Sunshine kümmert sich um das um das Steuern. Also das leitet durch alles Gamepads, die du anschließt von außen. Mhm, okay. Die Tastatur, die Maus, also alles, was du so an Steuergeräten brauchst. Und natürlich Ton ist auch mit drin. Genau. Und dann ich habe hier so einen Raspberry Pi bei mir mit so einem 1440p Monitor. Mhm. Den Raspberry Pi starten, den mache ich durch den Power-Button, dann startet das Ding. Und 30 Sekunden später habe ich einen Windows-Desktop, der lässt sich bedienen, als wäre da. Und da laufen Cyberpunk und so ein Zeug läuft flüssig. Okay, sehr cool. Also als angefangen hat, das dachte ich, ist so ein bisschen wie diese NDI-Software, wenn du die kennst. Also Network Device Interface ist ein Protokoll, glaube ich, und da gibt es eine Software für. Wo du quasi, habe ich ja öfters dann beim Stream verwendet, dass du dir das Bild von einem anderen Rechner auf den
auf den Streaming-PC ziehen kannst. Aber das ist halt nicht interaktiv. Ne? Du siehst halt nur das Bild, was irgendwo anders läuft. Das heißt, ist voll du musst immer noch den anderen. Okay, super cool. Okay. Also das ist so voll interaktiv, dass du merkst es. Du merkst es wirklich nicht. Okay. Und das ist so krass, das funktioniert so gut, weil du kannst dann auf dem Client stellst du dann ein, welche Bitrate du gerne hättest. Also du kannst dem Client sagen, dem Raspberry Pi zum Beispiel, Raspberry Pi 4 sage ich, mach mal 90 Megabit bei 1440p und 60 Bildern. Und dann hast du da ein Bild, das sieht so aus, wie als hättest du da, ist wurscht, ne? Vollgas. Mhm. Das heißt aber im Endeffekt, ich habe hier nämlich gerade einen Rechner stehen, den ich jetzt mal anschließen wollte, aber habe jetzt irgendwie außer keine Lust, noch eine Tastatur und noch einen Monitor an die Traverse da zu bauen. Ja. Also wird zwar cool aussehen, ich habe noch niemanden gefunden, der mir noch einen Monitor schenkt, von daher klingt das aber nach einer Lösung. Ne? Ich packe das Sunshine dann auf den PC und das Moonlight hier und dann kann ich da ganz normal drauf arbeiten. So ist es. So kannst du ganz normal drauf arbeiten. Und, sehr cool. Also ich habe den Rechner hier oben gehabt, habe das Sunshine installiert, habe das kurz ausprobiert lokal, also hier oben in meinem Büro. Ja. Dann habe ich das Ding genommen, habe es zwei Etagen in den Keller getragen, habe es da hingestellt. Das wäre nämlich gerade die, ich möchte nämlich hier oben den nicht so einen 400-Watt-Rechner stehen haben. Ja, genau. Und dann habe ich das Ding genommen, habe das runtergestellt. Ich habe noch, damit das, also weil kein Monitor dran steckt, ich aber gerne 4K und sowas anstellen muss, da ist ja Windows ein bisschen kiepig, ne? Das zeigt dir ja nur die Auflösung an, die da der Monitor kann, der dran steckt. Da kann man im Internet, auf Amazon habe ich mir so HDMI-Dongle gekauft. Das ist ein HDMI-Stecker. So einen Blindstecker, den steckst du in den HDMI-Port von der Grafikkarte rein und da sagt dann der Grafikkarte, hey du, ich bin ein Monitor, ich kann 4K, HDR, irgendwas, Kistekarton. Nicht wirklich, oder? Doch. Sachen gibt's. Da habe ich einfach zwei von denen hinten dran gedengelt. Jetzt habe ich da einfach zwei der hat zwei Monitore. Und dann habe ich weitergearbeitet, weil du willst ja Strom sparen. Dieses Moonlight und Sunshine, das funktioniert alles auch mit Standby und Power und weg und LAN. Okay. Das heißt, wenn ich das Ding einfach, dieses Moonlight starte, diesen Client, dann wird mir der Rechner angezeigt und da steht dann so ein, ich schlafe gerade. Dann kannst du einfach draufklicken, da steht dann aufwachen, aufwecken. Und dann klickst du drauf und dann wacht der Rechner unten mit Wake on LAN auf im Keller. Und dann ist die Verbindung hergestellt und ich habe den Desktop. Und dann kann ich den einfach wieder in Energiesparmodus schicken, dann schläft er ein und ist wieder weg. Okay, sehr cool. Und das funktioniert sogar, jetzt nochmal die Erweiterung davon, weil es gibt manche Geräte, die kannst du durch diesen Moonlight nicht direkt durchtunneln. Mhm. Also die meisten USB-Geräte gehen da nicht, geht wirklich nur Tastatur, Maus, Gamepad. Zum Beispiel dieses USB-Audio-Interface, was wir haben. Und dafür gibt es eine Software, die nennt sich Virtual Here. Und das ist noch mal krass cool, weil da nimmst du einen, ich habe noch ganz viele so alte Raspberry Pi 1 rumliegen. Mhm. Die installierst du da, einfach das Standardbetriebssystem installierst auf dem Raspberry Pi 1. Und dann kannst du dir bei Virtual Here, kannst du dir eine Client-Software runterladen. Oder Server-Software, Client-Software. Eine Client-Software würde ich sie jetzt mal nennen. Und wenn du das ist einfach eine User-Mode. Das ist nix irgendwie installieren oder so. Das ist einfach ein User-Mode-Programm. Alles self-contained. Musst du überhaupt nicht groß irgendwelche Sachen kompilieren oder machen oder tun. Du startest das, dann krallt er sich alle USB-Ports, die da sind. Und alles, was du dann ab dem Moment, nachdem du es gestartet hast, an diesen Raspberry Pi ransteckst, das stellt er im Netz zur Verfügung. Ja, dann kannst du auf deinem Windows-Rechner einfach die Client, also das ist dann wahrscheinlich auch der Client, den Client starten. Und dann zeigt er dir die ganzen Raspberry Pis im Netz an. Und was da für USB-Geräte dran stecken, klickst du auf deinem Windows-Rechner einfach rechts und sagst, hierhin verbinden. Und dann hast du einen 24-Bit, 96 Kilohertz Audio-Interface verbunden über Netzwerk, über diesen Raspberry Pi 1. Ja. Das geht einfach. Cool. Also diese Software ist wirklich krass. Und die läuft nicht nur auf Raspberry Pis, die läuft auf Windows und auf allem, was du so hast. Die läuft aber zum Beispiel auch auf diesen, deswegen habe ich es vorhin gesagt, auf diesen GLI-Net-Routern. Die haben ja auch einen USB-Stecker, damit du da USB-Stick und so ranstecken kannst. Da kannst du die auch drauf laufen lassen. Dann hast du da sozusagen so einen ganz mini über Micro-USB oder USB-C gespeiste Netzwerk-USB-Lösung. Und das benutze ich für ganz viele Sachen jetzt mittlerweile. Ich sehe gerade, den gibt es auch für den Synology, ne? Ja, den gibt es auch für den Synology. Das gibt es für wirklich jeden Quatsch. Das ist wirklich, wirklich lustig. Du musst ihn auch nicht zwingend kaufen. Weil die haben einen, also der kannst du einfach so ausprobieren, ob das bei dir sinnvoll funktioniert. Ja, ja.
Da kommt dann nur ein Nag-Screen. Der sagt dann so, hier, du hast ja nicht bezahlt. Und das war's. So, ja. Das kommt, der kommt einmal und dann läuft es. Genau, aber da ich bin gerade auf der Seite, hat man so auf Purchase geklickt und ganz ehrlich, $49. Ja, $49 kostet das. Und das sieht jetzt nicht aus, es ist so $49 Jahresabo, nee, sondern das ist so einmal eine Lizenz. Der Haken ist der folgende. Du bezahlst diese $49 für eine bestehende Installation. Das heißt, ich habe jetzt hier so einen Raspberry Pi 4, den habe ich ein Setup gemacht und wenn der bootet und dieses Virtual hier startet, dann hat er sich einen Key generiert und mit der Hardware verdongelt, die da drauf ist. Und du registrierst, also wenn du das kaufst, bekommst du eine Seriennummer, einen Registrierschlüssel. Den registrierst du in deinem Client, da wo der Next Screen auch kommt, also auf deinem Windows-Rechner. Da sagst du halt, für diesen Raspberry Pi habe ich diesen Schlüssel. Und wenn du den Raspberry Pi, wenn du den neu installierst oder der geht kaputt oder so, dann sind die €49 in der Binsen. Ne? Okay. Also solltest du den Backup von der SD-Karte machen. Ja. Aber das ist der einzige Nachteil an der Stelle. Grundsätzlich, einmal bezahlen, immer glücklich. Und ich benutze das für Maus, Tastatur, die ich quasi auch über das Netzwerk, irgendwelche PlayStation-Controller, die ich noch da zusätzlich anschließen will. Weil das verhält sich wirklich einfach, ist ein USB-Hub, den steckst du dran und das verhält sich wirklich so, wie als hast du das unten im Keller an diesen Rechner gesteckt, nur dass es über Netzwerk geht. Okay, ja, sehr cool. Okay. Ja, und damit ich PC-VR machen kann, gibt es dann noch eine Software, die heißt Virtual Desktop. Die installierst du dann auch auf das Ding im Keller. Und dann hast du den Rechner im Keller, der lüftet und macht. Du stehst hier mit einer VR-Brille in der zweiten Etage deines Hauses. Ja. Ich habe jetzt überall 5 GHz WLAN da in den Räumen, wo ich das VR-Headset benutze. Ich habe da einen Raum leer gemacht, sozusagen. Und in dem Raum kann ich rumlaufen. Das ist mein VR-Raum. Da ist dann extra so ein Access Point mit 5 GHz und Gigabit und alles hingelegt. Und dann hast du über WLAN, ohne irgendein Kabel an dir zu haben, hast du einfach volle Qualität PC-VR-Spiele. Okay, das ist der Punkt. Ne? Das Ding, ich habe gerade ein Bild von diesem Pico, das hat keine Kabel. Ne? Das hat einen Akku oder keine Kabel. Das ist der eingebaute Akku, der ist eingebaut. Du kannst auch an, da ist so ein USB-C-Stecker dran, da kannst du auch noch einen zusätzlichen Akku in die Tasche stecken. Der Akku selber hält 3 bis 4 Stunden, wenn du streamst, 3 Stunden, würde ich sagen, bei voller Helligkeit. Ja. Je nachdem, wie lange du das aushältst, machst du einfach noch einen Akku dran. Und das ist auch wirklich leicht. Das wiegt ungefähr die Hälfte wie das neue Headset von Apple. Ohne Akku. Und nur ein Zehntel vom Preis. Ja. Das ist wirklich die große Version wahrscheinlich sogar. Also das ist mittlerweile, ich glaube, €240 oder so. Also ich habe hier gerade offen ein Angebot bei einem großen Internetanbieter, der mit A anfängt. Pico 4 All-in-One VR-Headset in Weiß natürlich. Das kleine 389 und das große mit 256 GB 459. Ich habe das im Angebot für billiger gekriegt, aber dann habe ich ja Glück gehabt. Ja, das gibt es immer ab und zu mal Angebote, aber das ist ein fairer Kurs tatsächlich für dieses Gerät. Ja. Wenn man VR mal ausprobieren will, ist also für mich war das jetzt wirklich ein krasses Erlebnis. Ich habe auch direkt haufenweise VR-Spiele gespielt und hab die auch zum Teil gestreamt. Also wenn man das sehen will, auf meinem YouTube-Kanal habe ich so Red Matter und Half-Life Alyx und so ein Zeug gestreamt. Ja. Und das hat eine Bildqualität, das ist schon sehr immersiv. Macht schon wirklich sehr Spaß. Okay. Ja, und das heißt, Latenz ist fast null. Was heißt fast null? Es ist Latenz da, aber das ist wirklich für mich vernachlässigbar. Also ich habe da nichts, würde nicht sagen, dass ich da, also das gibt so ein Racket-Spiel, also da spielst du, Racket halt, ne? Wie heißt denn das in Deutsch? Also ein Ball, der auf dich zukommt und du schlägst ihn an die Wand und dann kommt er wieder zurück. Squash? Squash, ja. Ja, Squash, ja. Und das in so einer Kugel. Du stehst in der Kugel und du schießt den Ball umher, musst Ziele treffen mit dem Ball. Du tropfst nach 10 Minuten rumspringen, weil das ist wirklich sehr anstrengend. Das geht. Das kannst du über so eine gestreamte Sache machen. Oder auch dieses, wie heißt das?
Beat Saber-Zeug da, wo du mit so einem Lichtschwert irgendwelche Dinger nach Beat, nach Musiktiteln zerschlägst. Das kann man nicht streamen, weil, ja, DMCA, aber die, also weil da Musik läuft, aber spielen kann man's. Und ich hatte, eigentlich hatte ich das gar nicht vor, das so kompliziert zu machen. Also weil ich, das, was ich jetzt alles erzählt habe mit dem Sunshine und dem Virtual Desktop und dem Stream im Keller und dem Virtual hier, das war, eigentlich war das, fand ich das alles viel zu komplex, viel zu kompliziert. Ich hatte eigentlich erst eine ganz andere Lösung probiert, nämlich die Holzhammer-Methode. Wusstest du, dass es mittlerweile Ethernet, Multicast, HDMI, USB, Port-Replikatoren gibt. Das heißt, du hast so eine kleine Kiste, die kriegt Strom, da steckst du HDMI rein und dann USB-Eingang, Maus, Tastatur, you name it. Dann kommt ein Netzwerkstecker rein, dann an die andere Seite von dem Netzwerkkabel machst du das Gegenstück, auch wieder so eine Box mit Strom und dann kommt dann HDMI raus und USB raus. Okay, ja. Und das funktioniert, wenn du ein direktes Kabel dazwischen hast. Und das funktioniert, weil es Multicast ist, auch über ein geswitchtes Netz. Das ist aber so brutal. Das braucht so viel Bandbreite. Da habe ich dann quasi mit meinem Netz hier, weil das geht über mehr als einen Netzwerkhop, ein bisschen komplex bis runter. Das habe ich nicht stabil hingekriegt. Also ein direktes Kabel, kein Problem. Ein Switch, zwei Switche, kein Problem. Aber bis in den Keller hat es irgendwie nicht funktionieren wollen. Hat irgendwie nicht geklappt. Vor allem nicht, wenn andere Geräte noch mit im Netz aktiv waren. Selbst wenn ich VLANs konfiguriert habe, das hat einfach so geflutet, die Bandbreite. Da hat, glaube ich, 140 Megabit hat er das HDMI-Signal übertragen. Und das hat dem einfach nicht gefallen, dem Netz. Da hatten Sachen nicht funktioniert. Okay. Und deswegen habe ich überhaupt dieses Sunshine ausprobiert. Und wie gesagt, das läuft, also maximal mache ich hier 90 Megabit mit dem Ding, mit dem Sunshine und spiele darüber flüssig. Und ich habe jetzt, als wir jetzt im April nach Japan geflogen sind, war ich in der Lufthansa Lounge in Frankfurt gesessen. Und habe über das WLAN dort auf meinem iPad habe ich eingestellt? Ich glaube 20 Megabit. Und habe dann einfach über meinen WireGuard VPN habe ich ein Spiel weitergespielt. Da hat dann hier unten im Keller cool. 400 Watt der Rechner gelüftet und gemacht. Und ich habe über meinen DSL-Anschluss mit 20 Megabit, also das sind 40 Megabit Uplink, also die Hälfte davon habe ich genutzt, habe ich flüssig in der Lufthansa Lounge Spiel gespielt über deren WLAN. Ohne dass ich jetzt die Latenz oder sowas gemerkt hätte. Und das ist wirklich so living the future. Das ist wirklich lustig. Also klingt mal nach einer Lösung. Und ich befürchte gerade, dass wir die nächsten paar Wochen damit beschäftigt sind, im Discord wieder Support zu geben, wie man das installiert. Das ist total simpel. Das ist wirklich frappierend simpel. Das Einzige, was du beachten musst, ist, du brauchst halt eine Grafikkarte, dieses H265, AVC oder H264 encoden können. Was sind so die kleinste, die man da reinballern kann, grafikkartentechnisch? Ich glaube, das ist oder erschwingliche, nennen wir das mal so, erschwingliche. Naja, also gibt ja heute nichts mehr wirklich unter einer 20 irgendwas, ne? Und die können das alle. Ja. Das ist völlig egal. Also so eine Nvidia-Grafikkarte, ich habe nur Erfahrung mit Nvidia-Grafikkarte. Ja. Ich habe eine. Was habe ich eigentlich? 30, 70, irgendwas Ti? Und die merkt das gar nicht. Also die Dinger können, ich weiß nicht, die Grafikkarte, die ich jetzt habe, diese 3070, die kann, glaube ich, 5 H264 4K-Streams parallel gleichzeitig encoden. Okay, ja. und dann hat sie halt einfach immer noch die Power, dann die Spiele zu berechnen. Okay. Also, ja, die ist ja auch, brauchst du eigentlich. Ich gucke gerade mal nach. Also, die 3070 Ti, die liegt aktuell so bei 500, 600 Euro, ne, dürfte liegen. Okay. Ja, das ändert sich ja eh ständig. Naja. Da merkst du dann aber auch, ne, die können eigentlich mehr, diese Karten. Also, die können wohl, glaube ich, irgendwann mal irgendwie 12 oder 10 solche Streams gleichzeitig encoden. Das wird aber per Treiber limitiert.
Okay. Wie habe ich das gemerkt? Das habe ich gemerkt, weil als ich dieses, als ich zum Beispiel die VR-Spiele auch, die habe ich dann mit OBS auch auf Twitch gestreamt. Mhm. Und dann hast du da einen Virtual Desktop laufen, der quasi das auf die Brille streamt mit irgendwie 4K-Auflösung. Ja, ja. Und 90 Bilder die Sekunde. Dann hast du ein OBS, das den Bildschirm abgreift und das Bild dann nochmal encodiert und als Full-HD-Stream zu Twitch schickt. Mhm. Und dann hast du sozusagen dann noch eine doppelte Verbindung, weil in dem Virtual Desktop kannst du dann auch nochmal Desktops aufrufen. Okay. Und dann hat dann irgendwann das Teil gesagt, so, jetzt ist aber Schluss hier mit den gleichzeitigen Encoden. Ja, ja, ja. Hat der Treiber aber gesagt, dass dann Schluss ist. Okay. Aber das ist, die Hardware, die heutzutage in solchen Grafikkarten drin ist, das ist unfassbar. Das ist ja also wirklich. Ja, und seitdem habe ich jetzt, ich habe einen Spielecomputer im Keller, der lüftet und macht dann da seine 400, 500 Watt Grafik. Und das ist ein großer Spaß, weil das hier oben kein einziges Lüftchen erwärmt. Ja, das klingt mal nett und das ist anscheinend gerade die Lösung für den Rechner, den ich da stehen habe. Ich muss mal gucken, ob es mit der Grafikkarte geht, die ich da drin habe, weil die wurde gerade zu der Zeit gekauft, wo es im Prinzip keine Grafikkarten mehr gab am Markt. Ah, ist eine 1080 oder was ist denn das? Nee, das ist so eine ganz andere, das ist eine Nvidia-Karte. Das war so die einzige, ich muss noch mal reingucken, was ist echt, eigentlich ist es so eine ursprünglich für CRD gedacht. Die hat also vier Ausgänge schon mal, ne, das, also die tut. Es war aber die einzige Karte, die NVENC kodieren konnte, weil aber die hatte ich extra schon, damals. Wenn das Sunshine benutzt NVENC für die NVENC für das Encoding, das passt schon. Das müsste funktionieren. Okay, dann kannst du das da. Ja. Dann teste ich das mal dann. Ja, das, also ich fand, das hat großartig funktioniert und der Effekt ist halt wirklich, ich habe jetzt auf jedem Display in meinem Haus, kann ich jetzt quasi mir ein Gamepad in die Hand nehmen und Computerspiele spielen. Das ist sehr cool. Weil das geht halt wirklich auf dem Fire TV, kannst du halt das einfach mitnehmen. Du musst das nicht am PC machen oder so. Es ist wirklich großartig. Also Moonlight und als Client, Sunshine als Server. Und dann Virtual hier, wenn du irgendwie krasse USB-Ansprüche hast. Und das ist wirklich wie Magie. Also dass das alles so zusammen funktioniert, das ist wirklich seltsam, wie gut das funktioniert. Meine Frau hat Hogwarts Legacy durchgesuchtet dann darüber. Okay. Also einfach auf ihrem MacBook Air einfach den Client aufgemacht und losgespielt. Ach, sehr cool, ja. Ja, und das funktioniert wirklich, wirklich gut. Windows kann halt nicht, also seitdem bin ich auch wieder Windows-Benutzer, habe ich jetzt mal ein Windows 11 bei mir. Eieiei. Ist jetzt nicht so schlecht. Es funktioniert, komm. Heidenei. Also. Kannst du dich noch an die Zeit mit Vista, Windows Vista erinnern? Ja. Da ist doch alles besser inzwischen, oder? Okay, ja, da hast einen Punkt. Also ich kann mich noch an die Zeiten erinnern, wo in der Herstellerfirma von Windows Vista auf Mac-Rechnern ausgeführt wurde, weil herkömmliche PCs das nicht so flüssig hinbekommen haben. Also die Rechner, für die das programmiert wurde. Aber naja, sei es drum. Ja, aber Windows 11, ich weiß auch nicht, ich habe da nicht so viel. Ja, ist halt ein Windows, ne? Ja, genau, so sehe ich das auch, ne? Also ich benutze das Ding, das fliegt mir nicht um die Ohren. Es stürzt nicht mehr so oft ab wie früher. Das stimmt. Du, man kann ja, ist schön, eigentlich alles drauf machen und ja. Das Windows auf Arbeit ist bei mir quasi nur ein Terminal für Obsidian. Hm. Da habe ich auch total nette Unterhaltung jetzt in der Zwischenzeit gehabt auf unserem Discord. Ein paar Fragen bekommen und ein paar Fragen versucht zu beantworten. Ich glaube, da haben da viele Obsidian-Fans, Eigenorganisationen, da können wir ja das nächste Mal drüber sprechen, ob du das bei dir eingeführt hast oder nicht. Müssen wir unbedingt, weil ich habe das auch die paar Wochen, wo wir uns nicht gehört haben, also exzessiv verwendet und habe eigentlich, also mich nervt das inzwischen, dass ich manchmal noch Daten in Excel rüber kopieren muss, da suche ich noch eine schöne Lösung. Aber sonst verwende ich das Ding eigentlich. Also ich kann dir mal ganz kurz einen Screenshot noch posten. Das sehen jetzt die anderen leider nicht.
Ja, ich habe dir unterdessen mal ein Screenshot, das haben die anderen auch nicht gesehen, von dieser Halle gepostet. Ja, die habe ich gesehen, phänomenal, das Ding. Also, und da ist, das war jetzt nicht das Bild, das war noch der Link. Also heute habe ich es mit der Technik. Der Link zu der Halle ist dann natürlich in den Shownotes. Ja. Und den hat meine Frau in der Zwischenzeit schon geschickt. Der Edogawa Ryukan. Ah ja, du hast ein Netz von Knoten, mhm. einen Graphen hast du gepostet. Ein Graphen, also das hat sich schon leicht. Ja, das sieht schon gut aus. Vermehrt, ja, ja. Ja, nee, es ist super. Also jetzt gerade bei mir, ich habe ja viele Studierende da drin, ne, und dann siehst du halt immer schnell, in welchen Kursen waren die. Sprechstunden und, ne? Und gerade wenn du Abschlussarbeiten betreust, dann hast du da alle Meetings drin und ja. die Verlinkungen und es ist halt so, ne? Information on your fingertips, das ist, ja. jemand sucht, fragt dich was und ich merke mir nichts mehr, ne? Ich gucke da drin nach und die Suche funktioniert ja auch im Gegensatz zu Confluence, ja, genau. oder so Tools. Ne? Das stimmt. Also vielleicht noch mal zu beschreiben, ne? damit die Zuhörer nicht ganz so in der Luft hängen. Auf was wir da blicken, das ist so wie so ein Sternenbild, wie so eine Galaxiekarte mit so lilanen Sternen, die sozusagen durch dunkelblaue Linien miteinander verbunden sind. Und das sieht wirklich aus wie so ein Sternbild, was sich da so um einzelne dicker, größere Punkte spinnt, ja, und so Verbindungen darstellt von Informationen. Und das ist dann jedes Mal ein Dokument, nehme ich an, was du dann da drin hast. Also zum Beispiel ein Student oder eine Vorlesung. Und dann sieht man dann sozusagen alle Verlinkungen von dort weggehen und mit anderen in Verbindung treten. Und das ist so eine Visualisierung von diesen Verlinkungen. Genau, also das kann Obsidian ja ziemlich gut, diesen Graphen darstellen, diesen Verknüpfungsgraphen darstellen. Ja, ja. Aber da können wir, glaube ich, auch nochmal drüber sprechen. Ja, für Obsidian sollten wir ja extra Folge machen. Dann könnt ihr auch Fragen oder so einschicken, die wir vielleicht mal ein bisschen weiter beackern sollen. Also weil wir, nehmen wir uns jetzt eigentlich vor, dass wir das dann nochmal machen, hier diese Aufnahmen, demnächst? Ja, auf jeden Fall, jetzt geht das ja wieder. Ne? Wunderbar. Das ist die Technik haben wir halbwegs im Griff und ne, Räumlichkeiten sind da. Also es steht und fällt ja mit den Räumlichkeiten und das ist vielleicht noch ein schöner Übergang zu dem einen Punkt, den ich noch aufgeschrieben habe. Ich habe jetzt die KI-Geschichte mal geskippt. Da sprechen ja schon alle drüber. Wir lassen das mal noch reifen und sprechen da irgendwann demnächst mal drüber. Ja. Aber ein Grund, den ich vorhin komplett vergessen habe, weil es ja schon so normal für mich ist, ein Grund, warum wir länger nicht miteinander gesprochen hatten, war ja auch maßgeblich, dass wir letzten Herbst ja Opfer, also unsere Hochschule war ja Opfer von einem Cyberangriff, ja. der im Prinzip phänomenal schnell erkannt wurde. Also da muss man wirklich Kudos ans Rechenzentrum und die Mitarbeitenden an der Hochschule und die auch relativ schnell auch dann quasi auf Entscheidung von der Hochschulleitung das Netz getrennt haben von heute auf morgen. Also das ist so, plötzlich war alles weg und man ist dann relativ schnell hin und hat auch intern das Netz, weil zu dem Zeitpunkt war es eben nur eins, da können wir auch mal bei Gelegenheit drüber sprechen. Aber man hat das Netz sehr schnell zerhackstückelt und die Server getrennt, sodass nur bedingt viel / wenig passiert ist. Man hat das zufällig entdeckt und auf Basis von dem, da wurde halt viel auch gebasht, muss man sagen, ne, weil das sehr lange immer noch anhält. Also jetzt inzwischen schon, also fast ein Dreivierteljahr, wenn nicht doch da ein Dreivierteljahr. Da hilft ja draufhauen immer. Also das weiß man ja. Ne? Ja, ja, also. Absolut. Und dann heißt auch immer so, ja, an anderen Hochschulen, da geht das viel schneller und so. Mhm, und das habe ich mal zum Anlass genommen und habe bei mir auf der Webseite, also aheil.de/edusec, habe ich im Prinzip eine Karte von deutschsprachigen Hochschulen, wo in den letzten 3 Jahren Hackerangriffe stattgefunden haben. Und immer verlinkt mit einem Dokument, wo das dokumentiert ist. Das heißt, da sind keine Angriffe drin, die noch nicht publik sind, weil im Regel ja jeder Angriff ein laufendes Verfahren ist beim LKA. Also auch bei uns. Ne? Deswegen darf man da eigentlich auch nie groß drüber kommunizieren.
Aber dass es das gab und dass wir offline waren, das ist ja inzwischen weitgehend bekannt. Und was man jetzt den Medien entnehmen konnte, hat es, glaube ich, letzte Woche auch die Hochschule Kaiserslautern getroffen. Und zwar so krass, dass die, das ist jetzt der neueste Vorfall, dass die komplett weg sind. Also die haben gerade auch keine Webseite mehr, da ist nichts da. So stand das jetzt im Artikel drin, wie schwer das die getroffen hat. Also es ist immer unterschiedlich. Ne? Bei manchen ist es so wie bei uns, da merkt man das recht schnell und hat dann halt vielleicht eine dreistellige Anzahl oder eine zweistellige Anzahl von Systemen, die infiziert sind. Und man muss halt vielleicht alles neu aufziehen etc. Dann gibt es Hochschulen, die komplett verschlüsselt wurden. Dann gibt es welche, da wird das schon sehr früh bemerkt. Aber das sind alles so, also die Sachen laufen oft nach einem Schema F ab. Da kann man auch mal ganz gut bei Netzpolitik nachhören. Ich kann die mal raussuchen, die Episode. Ja. Da wird auch unheimlich gut erklärt, weil diese Angriffe laufen immer nach dem Schema F ab. Das sind auch keine Script-Kiddies, das ist organisiert. Das sind Menschen, die machen das. Da kann man auch das Kuckucksei lesen, das Buch. Das ist zwar aus den 60ern, beschreibt aber das Verfahren, wo quasi jemand einbricht und hinter sich wieder zuschließt und das quasi Tag für Tag macht. Und der räumt so hinter sich auf, dass man das eigentlich nicht sieht, dass das niemand auffällt, dass es keinem Logger auffällt, dass es keinem Admin auffällt. Da wird manchmal geguckt, ob jemand auf dem Rechner unterwegs ist, bevor man weitermacht. Und da gibt es ganz viele Artikel und wie gesagt, das Kuckucksei, das kann ich auch mal verlinken. Da ist es schön beschrieben, weil die Verfahren haben sich nicht geändert, nur das Tooling ist inzwischen ein anderes. Ja, und da waren halt Opfer und da war erstmal hochschulseitig das Netz komplett weg für 6 Monate, wird alles neu aufgebaut. Wir haben jetzt erst seit Neuestem wieder so einen mehr oder weniger geregelten Betrieb mit auch die Studierenden, dass die jetzt eben wieder Netzwerk und Internet haben. Das unterschätzt man von der Arbeit, um so ein System wieder hochzuziehen. Und seit uns das passiert ist und ich dann immer wieder nachlese, welchen Hochschulen das auch passiert, denke ich so, warum wartet man da eigentlich, bis es einen trifft? Weil die Frage ist ja nicht, ob die gehackt werden, sondern wann du gehackt wirst. Ja. Ne? Genau. Ne? Und ich frage mich da immer, warum da nicht mehr proaktiv gemacht wird, weil Kosten wird es ja im Endeffekt immer. Wie gesagt, das ist organisiert. Im Endeffekt steht da immer Erpressung oder Störung vom System dahinter. Und wenn sie dich hacken, bist du eigentlich immer damit beschäftigt, mit viel Geld hinterher aufzuräumen. Im Prinzip am besten trifft sich immer, wenn alles verschlüsselt ist und du einfach sagst, ich schmeiß alles weg, ist Lösegeldzahlung, zahlen wir eh nicht und wir setzen alles neu auf, ne, dann bist du frei. Da kann auch mal so ein Hackerangriff mal befreiend wirken. Aber dass so Organisationen das nicht machen, ich habe jetzt auch gelernt, auch Firmen, ne, die gehackt werden, wenn die gehackt werden, dann machen die nichts, weil die dann sagen, wir wurden ja gerade gehackt, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass wir jetzt nochmal gehackt werden. Nee, liebe Leute, wenn ihr gerade gehackt wurdet und macht nichts, dann haben die ja alle ihre, ne, eure Passwörter und was weiß ich. Also das ist echt irre, was für eine Grundhaltung da ist. Und also wirklich nur an Unis und Hochschulen, was du siehst, wen es da immer wieder erwischt. Also im Schnitt pro Monat oder alle 8 Wochen ist eine Hochschule in Deutschland dran. Das ist krass. Dass die da komplett ausfallen? Ich meine, dass man Kisten, irgendwelche Windows-Kisten verschlüsselt werden oder Macs verschlüsselt werden, das hätte ich jetzt nicht erwartet, aber dass da also das ganze System weg ist? Die Systeme sind, ich habe mich da nie damit beschäftigt und habe jetzt aber halt auch gelernt, die Systeme sind teilweise zugeschnitten auf die Opfer, also auch auf die Institutionen und gehen eigentlich immer so vor, dass im Prinzip erst verschlüsselt wird erst wird geguckt, wo sind Backups, dann werden Backups verschlüsselt oder gelöscht und deswegen Offline-Backups, super wichtig, bringe ich meinen Studenten immer bei, ne? Macht Backups und zieht dann den Stecker, legt eine Platte irgendwo in den Keller oder sonst wohin oder gibt die jemand, dass, ne, dass die auch örtlich wo sind oder schließt die weg dann wird verschlüsselt, dann wird gelöscht, dann wird das gesamte System verschlüsselt und dann ist der Drops gelutscht, ne? Wenn du das nicht frühzeitig siehst. Ja, das mit dem Backup, ne? Grundsätzlich ist der Tipp ja super. Ich hatte ja vorhin, am Anfang habe ich ja erzählt, du bist jetzt weg. Nee, ich bin noch da. Ah, okay. Ich hatte vorhin ja erzählt, oder am Anfang erzählt, dass ich ja Festplatten jetzt in der Zwischenzeit, seitdem wir das letzte Mal telefoniert, aufgenommen haben, nachgeschoben habe. Und mittlerweile sind das irgendwie hier unten in dem einen Storage
100 Terabyte. Das ist ordentlich, ja. Die sind gesichert im Sinne von zwei Platten, von denen können ausfallen. Das heißt, die 100 Terabyte, da ist schon, das sind schon ein paar mehr als 100 Terabyte an Platten. Mhm. Backup machen ist jetzt nicht so kompliziert. Ist ein logistisches Problem, aber es ist jetzt erstmal möglich. Aber das Zurückspielen, also falls ich das Backup mal brauche, da ist ja immer die Frage, ne? Da sollte man sich bei den Backups und bei den Datenmengen, die man so möglicherweise mit sich rumschleppt, also auch wenn es nicht so viele sind, wenn es nicht 100 Terabyte sind, sondern vielleicht auch, wenn es nur 10 Terabyte sind oder so. Das ist ja nun wirklich heutzutage sind Platten 18 ja, oder 20 Terabyte groß. Einzelne Festplatten. Da sollte man sich überlegen, die sind nicht in 5 Minuten wieder hergestellt und geschrieben. Sollte man das, was man wirklich braucht, um zu arbeiten, da sollte man dann da nochmal sozusagen extra vorhalten oder auf schnellere Daten oder schneller wiederherstellbare Datenträger packen. Genau, das ist eigentlich ein super Tipp, weil also ähnlich handhabe ich das hier auch. Also der Gesamtdatenbestand, der ist halt weggesichert auf Platten. Das dauert gefühlt ewig, bis du das alles wieder eingespielt hast. Aber so die wichtigen Sachen wie Dokumente, auch offizielle, so Scans, ne? Also alles, was du wirklich brauchst oder Daten umzuarbeiten, das habe ich alles nochmal auf einer kleinen Platte, wo ich im Zweifelsfall auch direkt drauf zugreifen kann. Genau, das meinte ich. Ne, das also, dass man sie gar nicht wiederherstellen muss, sondern die steckst du dran und puff, da ist es. Genau. Und davon gibt es halt nochmal eine Kopie, ne, für den Notfall, weil die kann ja auch kaputt gehen. Das klingt immer so nach Paranoia, aber ich sage das jedem immer wieder gerne. Mich hat so ein Ding halt schon mal erwischt, ne, vor 15 ja. Jahren, wo einfach alles weg war. Und das ist auf der einen Seite unheimlich befreiend, wenn alle deine Daten weg sind. Aber es ist halt irgendwie auch unheimlich frustrierend, wenn alle deine Fotos weg sind, ne? Ja. Die du eh alle nur digital nur noch hast heute oder so. Ne? Und von daher, also. Ja, das willst du nicht verlieren. Und es gibt halt unterschiedlich wichtige Daten. Also jedenfalls ist das bei mir so. Es wird bei anderen nicht anders sein, nehme ich mal an, einfach mal ganz keck. Und ich würde schon denken, also das muss man mal durchdenken. Was brauche ich eigentlich im Falle eines Falles? Mhm. Und was will ich denn, also, weil zu wissen, es ist sicher, ist ja das eine, das lässt einen schlafen. Das ist ja schon mal, das ist ja schon mal halbe Miete. Dass ich dann wieder an die Daten rankomme, wenn es drauf ankommt. Aber zu wissen, ich muss jetzt innerhalb von einem Tag an die Daten rankommen, da kann man dann schon auch mal sich die Frage stellen, ja, ginge das denn? Weil es gibt nicht wenige Backup-Dienste und Backup-Programme. Da hat man das dann irgendwie in irgendwelchen Archiven irgendwie liegen oder jetzt zum Beispiel auch mit, wenn man das Synology, wenn man die Backup-Funktion verwendet, das dauert, um da Sachen wiederherzustellen. Ja, da muss, teilweise müssen da große Datenmengen erstmal eingelesen werden, damit das gemacht werden kann. Und wenn du aus Netzwerk irgendwas ziehst, dann kostet das teilweise auch echt viel Geld. Also du hast dann teilweise Dienste, die sind relativ günstig im Speichern, wenn du die mietest. Aber das Wiederherstellen kostet dann echtes Geld und ist dann auch echt langsam. Ja. Und das muss man wirklich einmal durchdenken, also das als Tipp. Und auch mal probieren. man kommt auf sowas nicht, wenn man es nicht mal probiert hat. Also Daten haben, gesichert haben, perfekt. Daten, an die wichtigen Daten schnell rankommen, noch perfekter. Ja. Und halt die Backups einspielen. Das ist auch immer so der Tipp. Wenn man Backups hat, mal testen, dass die gehen. Aber ich glaube, da haben wir auch schon öfters drüber gesprochen. Und natürlich, ne, kein Backup, kein Mitleid. Das ist natürlich klar. Ja. Das ist halt leider so. Ja, aber das war so das Problem, ne? Also rein technologisch, dass sehr viel nicht ging. Und dann war oft Arbeiten halt auch aus dem Homeoffice dann mit den beschränkten Möglichkeiten, wo du halt auch keinen Netzwerkzugang zur Uni hattest. Das ist auch dann so ein Problem. Mhm. Und da hat man sich dann so ein bisschen durchgehangelt. Wie gesagt, das geht jetzt wieder. Und aber momentan wendet sich ja alles zum Guten, ne, gefühlt. Ja, also ich meine, es gibt eigentlich ganz viele gute Sachen. Ja. Wir richten ja die ganze Zeit nur über gute Sachen. Eigentlich, wenn wir uns mal ehrlich sind. Also jetzt bei uns, jetzt hier im Podcast ist sehr optimistischer Grundstimmung. Das finde ich ja auch total positiv. Ja, natürlich. Also bei Technologie kann man ja auch nur optimistisch. Obwohl, wenn wir das nächste Mal über KI sprechen. Oh, wieso? Da bin ich auch super optimistisch. Also vor allem bei KI in der Lehre. Das interessiert mich ja dann fürs nächste Mal. Können wir ja vielleicht jetzt hier überleiten, so in den Leisten zum drüberstreuen jetzt hier so über die Folge.
Also die KI in der Lehre und so, was es da für Diskussionen gab und was es da für Verbote gibt, oder irgendwelche also, genau, Einhaltungen also, gibt, um Gottes Willen, da fasse ich mir in den Kopf. Genau. Und Ängste auch, ne? Also weil viele Sachen ja einfach nicht mehr funktionieren. Und ich glaube, ich habe da eine andere Grundstimmung als sag ich mal, viele aus dem Kollegium. Weil ich sag, das kommt, ne? Das musst du einfach nutzen und die Studierenden, die ich jetzt ausbilde, die müssen das können, weil ja, die kommen nachher in die Firmen, wo die Leute das einsetzen. Und da geht es jetzt nicht mehr darum, dass du irgendwie einen KI-Algorithmus programmieren kannst, wie das so in diesen, sag ich mal, KI-Studiengängen ist, sondern da geht es einfach darum, dass du dieses Tooling einsetzen kannst, was momentan ja quasi gefühlt jeden Tag oder jede Woche Quantensprünge macht von dem, was du mit diesen Tools machen kannst. Und also vielleicht wirklich nur als Teaser, ne? Ich habe mich letzte Woche mal hingesetzt und habe eben mit diesem, ne, sagenumwobenen ChatGPT mal eine Web-Component geschrieben, ohne wirklich einmal den Code anzugucken, den das Ding mir rausgespuckt hat. Sondern habe dem einfach immer nur erklärt, das gefällt mir nicht, mach das so. Und am Ende kam ein Stückchen Software raus, was ich haben wollte. Mhm. Was man einsetzen kann. Und das kann im Prinzip jeder machen, der keine Ahnung davon hat, wie man programmiert. Und am Ende bin ich sogar noch hin und habe gesagt, und jetzt gib mir mal eine Anleitung, wie ich das in die Webseite einbaue. Mhm. Ne? Und mit dem richtigen Priming, also die Prompts, die du da eingibst, habe ich halt auch gesagt, du pass auf, ich habe null Ahnung von Computern. Was zwar gelogen war, aber das weiß das ja nicht, ne? Und dann hat mir das echt eine super Anleitung gegeben, wenn du das Schritt für Schritt 2-3 Mal nachfragen, hat das super geklappt und du musst es da also so gut wie, sag ich mal, nicht nachdenken. Da müssen wir mal drüber sprechen, was da alles möglich ist und was man da Cooles machen kann in Zukunft. Und ganz klar, ne, Verbote und was da alles so läuft. Und ich glaube, das wird noch ganz spannend in den nächsten Jahren. Mhm. Also sicherlich auch eins der Themen, die wir da mal durchsprechen werden. Kannst du mir dann auch helfen bei meinem gefühlten im Kopf durcheinander sein, wann man jetzt KI sagt und wann man da, also du hast jetzt Algorithmus und KI sozusagen in einem Satz verwendet, aber wann sagt man denn das eine? Wann ist es denn nur ein Transformer? Wann ist es denn jetzt nur, weil das ist ja eigentlich, ist das ja, also ist es ja nicht mein Verständnis von Intelligenz, die da stattfindet. Ja, und also da hatte ich, jetzt muss ich überlegen, ob das tatsächlich in welchem Podcast das war, wo darüber gesprochen wurde. Im Prinzip KI ist ein Buzzword, ne? Und genau. Das klingt halt wesentlich mehr sexy als maschinelles Lernen. Ja, das klingt so old-fashioned, das ist wie EDV. Ne? Maschinelles Lernen, das schlägt so in dieselbe Kerbe wie EDV. Und deswegen heißt das halt alles KI oder AI, ne? Englisch ja noch besser, Artificial Intelligence. Und jetzt wird ja sehr oft rumdiskutiert, ist das Ding jetzt denn wirklich intelligent oder nicht? Und ich überlege gerade, ob das nicht eine Freakshow sogar war, wo diskutiert wurde über Odyssey 2001, wo ja HAL 9000, der Computer, im Prinzip ja die Besatzung auslöscht oder löschen möchte. Ne? Ja, und, das war eine Freakshow, ja. Genau, und ich finde, die leiten das ja so super her, um das vielleicht ein bisschen zusammenzufassen, dass du ja Stand heute, also niemand zweifelt an, dass HAL intelligent ist. Der wird ja auch intelligent dargestellt in dem Film. Und du kannst über Priming Stand heute schon die 3.5er-Version von ChatGPT so einstellen, dass sie spricht und reagiert wie HAL und auch das gleiche Verhalten an den Tag legt. Mhm. Und für die zahlenden Kunden von OpenAI gibt es da, glaube ich, inzwischen sogar die Plugins, wo du quasi Anbindungen an andere Software hast. Oder auch zum Beispiel dieses Auto-GPT, wo du dann Sachen automatischer eben machen kannst. Und im Endeffekt kannst du ein Stückchen Software, Stand heute, sich so verhalten lassen wie HAL 9000 aus dem Film, wo jeder sagt, jo, der ist intelligent. Aber in dem Moment, wo Stand heute, wenn du sagst, ne, das ist die Software hier und die macht das, dann sagt jeder, nee, das ist nicht intelligent, weil die ist sich ja nicht selbstbewusst oder so. Und ich glaube einfach, und das haben sie in der Freakshow ja auch gesagt, niemand möchte da jetzt sagen, das Ding ist intelligent, weil es einfach, weiß nicht, den Leuten Angst macht oder sonst irgendwas. Das sagst du ja zu den Menschen auch nicht.
Das bewertest du bei einem Menschen ja auch nicht, ob er jetzt intelligent ist oder nicht. Da gibt es auch ein breites Spektrum, ne? an Menschen und zwar auch an den Systemen. Ich meine, im Endeffekt, ja, da liegt viel Mathematik, Statistik liegt darunter, das maschinelle Lernen, die Software ist darunter und im Endeffekt alles, was da rausgespuckt wird, ist einfach das, was wahrscheinlich am besten passt. Und dann überlege ich mir so, als keine Ahnung, wie das Hirn funktioniert, bei uns wird doch wahrscheinlich auch das nächste Wort, das da rausblubbert, ja, wenn wir miteinander sprechen, sagt doch unser Gehirn wahrscheinlich auch, ne, das ist das, was statistisch am besten passt jetzt. Ne? Das klingt jetzt wahrscheinlich ganz gut, wenn du das in dem Kontext verwendest. Also und manchmal kommt ja auch schneller was raus, als man denkt. Ja, das kennt ja auch jeder. Ja, manchmal erfindet man noch was. Genau. Ne? Und anders funktionieren die Systeme auch nicht. Ne? Also ich glaube, das ist eher so eine philosophische Frage, ob das Ding jetzt wirklich intelligent ist oder nicht. Künstlich ist es allemal. Dass die Systeme sich nicht bewusst sind, ich glaube, das ist so momentan, ne? Man weiß aber auch nicht, ob wirklich jedes Lebewesen sich selbst bewusst ist. Also das sind ja alles so offene Forschungsfragen, glaube ich. Ne? Und von daher, also im Endeffekt ist es Buzzword aus meiner Sicht. Ne? KI klingt einfach viel mehr sexy als maschinelles Lernen. Das heißt, so wird das Ding halt ab jetzt genannt. Und ob das jetzt wirklich intelligent ist oder nicht, da sollen sich oder müssen sich, glaube ich, andere einen Kopf drüber zerbrechen. Und am Endeffekt, ja, da läuft ein Algorithmus, der statistisch einfach die besten Lösungen auswählt. Und wie ich zum Beispiel jetzt meine Studierenden immer ranführe, ich erkläre denen halt, geht damit kritisch um, lernt die Sachen tatsächlich erstmal selbst, dass ihr das beurteilen könnt, weil bei diesen Systemen gilt Shit in, Shit out. Ne? Das heißt, wenn das, was die Systeme gelernt haben, Müll ist, dann kommt auch vorne, dann kann nichts Besseres rauskommen. Aber im Endeffekt ist es bei uns ja genauso. Ne? Wenn wir nichts Ordentliches lernen, kann es auch nichts Ordentliches produzieren. Ne? Und, ja, beim Studenten auch nicht anders. Shit in, shit out. Ja, ne? Wenn ich schlecht doziere, dann können die auch nicht ordentlich lernen. Ja, schön erklärt. Im Prinzip ähnliche Situation. Aber da sprechen wir nochmal ausführlich drüber bei Gelegenheit. Genau, das war jetzt nur der Drüberstreuer, den wir jetzt hier hinterlegt haben. Genau, den Teaser, dass nicht alle denken, dass die Thematik komplett an uns vorbeigeht. Gekonnt die disruptive Technologie der Zukunft ignoriert, ja. Ja. Ich glaube, das ist wirklich eine eigene Sendung wert. Ich meine, wir haben jetzt wieder die Folge 32, glaube ich, haben wir jetzt aufgenommen miteinander. Die ist jetzt auch länger geworden wie sonst, sehe ich gerade. 33. Wir sind jetzt mit einem Knall zurück und mal schauen, wann das nächste Mal kommt. Hoffentlich nicht in einem Jahr. Nee, kriegen wir auf jeden Fall schneller hin. Wunderbar. Na gut, dann, wie nennen wir sie? Oh, da müssen wir nochmal drüber nachdenken. Ja, da denken wir jetzt drüber nach und machen jetzt schon mal einen Sack shit, zu. Shit in, shit out. Shit in, shit out. Dann bis zum nächsten Mal. Alles klar, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.